Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 388. Mein Name ist René, außerdem mit dabei heute der Herr Marvin. Gute, hallo. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Denise. Ja, servus, hallo. Keine Ahnung, warum ich jetzt die Worte so komisch in die Länge gezogen habe. Ich glaube, ich sitze hier einfach zu lange und bin am Arbeiten und bin zu lange allein. Ich weiß auch nicht. So, wir wollen mal wieder über Dinge reden. Also Fußball kann man es ja nicht nennen, aber so Randerscheinungen von Fußball. Und auch so ein bisschen gucken auf die Eintracht. Und wir wollen auch nochmal einen Blick auf die dritte Liga werfen und vielleicht noch so ein bisschen in historischen Zeiten schwelgen. Wenn wir schon wenigstens keinen aktuellen Fußball haben, dann gucken wir doch mal auf das, was da in der Vergangenheit so war. Aber lass uns vielleicht mal gerade auf die aktuellen Gegebenheiten sorgen. Generell im Sport schiebt sich jetzt alles irgendwie so ein Stück weit nach hinten. Das Olympische Komitee hat ja dann doch auch endlich mal entschieden, die Olympischen Spiele um ein Jahr zu verschieben, was auch sehr dämlich gewesen wäre, wenn sie es nicht getan hätten, meiner Meinung nach. Und die DFL hat heute veröffentlicht, dass sie den Clubverantwortlichen empfehlen, den Spielbetrieb tatsächlich bis zum 30.04. auszusetzen, und das ist am 31.03. so der Plan. Gibt es dann wieder eine von diesen Videokonferenzen zwischen den ganzen Clubvertretern, und dort wird dann tatsächlich entschieden, ob man dieser Empfehlung folgen wird oder nicht, was im Umkehrschluss bedeutet, es ist absehbar, dass wir noch weitere 6 Wochen ohne Fußball haben. Ja, mindestens. Das reicht nicht, aber. Ja. Keine Überraschung, aber, oder? Also, es ist jetzt nicht so, dass Nein. Wir denken, oh, schade, also ich glaube, niemand von uns hat wirklich damit gerechnet, dass wir irgendwie vor einem Datum, sage ich mal, 1.5. überhaupt darüber nachdenken, oder? Also so ist es, ja. Ach, auch da bin ich auch völlig überzeugt, von dass wir da weit weg sind noch, ja. Ja. Es ist so krass, im Endeffekt darüber zu reden, denn es ist so, wie du richtig sagst, Dennis, es ist so weit weg gerade. Ja, ich habe überhaupt gar nicht das Gefühl, als könnten wir in der nächsten Zeit wirklich wieder ernsthaft über Fußball nachdenken. Ich glaube, es ist halt auch einfach, es ist noch so weit weg, und da kommt mir so eine Diskussion, und ich finde es natürlich sinnvoll und finde es gut, dass es dementsprechend so beschlossen wird, aber es ist so, ja, wir verschieben es jetzt halt mal um ein paar Wochen, aber das wird sich noch viel weiter verschieben wahrscheinlich. So ins Leere rein, es war, genau. Basti, willst du erst? Ja. Die Sache ist ja die, wie Marvin schon sagt, Fußball ist auch das, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest so eine Meta-Liste an Sachen, wo du denkst, oh, das wäre geil, wenn es wieder losgehen würde, oder was ist elementar und was nicht, da ist der Fußball ja trotzdem weiter unten. Also du kannst ja nicht momentan in einer Lage leben, wo sich maximal 2 Personen treffen dürfen. Ja. Also das muss ja dann erstmal aufgelöst werden. Dann ja, wieder 5 Personen, und dann vielleicht wieder der Bäcker auf, und dann vielleicht wieder die Restaurants bis 18 Uhr. Also diese Sache, also diese ganzen Maßnahmen, dass die alle gelockert werden, da ist der Fußball ja wirklich ganz unten in der Kette, wo man sagt, okay, und jetzt kann auch noch Bundesliga gespielt werden. Also so ist es. Es war nur so witzig gewesen. Bis dahin müssen viele Sachen passieren. So ist es, Basti. Das Witzige ist ja eigentlich, dass die Leute ja auch nochmal davor gewarnt haben, jetzt auch Geisterspiele auszutragen, weil es die Leute wieder dazu verleitet, in Gruppen gemeinschaftlich Fußball zu gucken, auch in Privaträumen. Nicht nur das, sondern ich meine, du musst ja in dieser Situation auch diese Bilder angucken, gerade, also jetzt mal, was ja vorher schon war, wo dann die Fans vor dem Stadion von Gladbach standen. So, jetzt guckst du dir mal die Menschen an, wie wir, die einfach gerne Fußball schauen, gerne Fußball zelebrieren. Dann hast du 6 Wochen keinen Fußball, und dann hast du ein Spiel, und du kannst vielleicht das Stadion sogar von deinem Wohnzimmer aus sehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann sich Leute irgendwie da auch hinbewegen, ist ja auch irgendwie gegeben. Und mir ist aber auch durchaus bewusst, wie Basti schon gesagt hat, Fußball ist momentan auf dieser ganzen Wichtigkeitsliste extrem weit unten. Ich stelle aber fest, dass wenn ich solche Aussagen höre, die man ja auch in anderen Podcasts und in anderen Situationen hört, dass sie sagen von wegen, ja, Fußball ist doch da nicht wichtig, wo ich mir denke, ja, mag sein, aber mir ist es einfach verdammt wichtig, Gott noch eins. Da muss ich das aber korrigieren, wenn das bei dir so angekommen ist. Es geht mir nicht um Wichtigkeit, es geht mir eher um Realismus, zu sagen, okay, bevor kein Friseur aufhaben darf, du kannst quasi keine Welt irgendwie erklären, wo Bundesliga gespielt werden darf, aber der Friseur darf nicht arbeiten. Ja, also das ist richtig. Es ging mir eher tatsächlich um diese Wichtigkeit wie soll ich sagen, also du kannst jetzt wirklich, du kannst es halt nicht verkaufen. Also du kannst nicht an anderen Stellen irgendwie sagen, Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall zu 5 in den Park und grillen, aber ihr dürft gerne nach Hause Bundesliga schauen. So, also ja, es ist das, das kann, da muss genau halt viel passieren. Punkt.
Es geht um die Abrüstung, es geht im Endeffekt um die Abrüstung der Maßnahmen tatsächlich. Genau. Ne? Also, es ist ja genau. Genau, und das ist ja genau das. Ich meine, das ist ja logisch. Deswegen, was passiert, sagt, ist vollkommen richtig. Du musst ja, ich meine, wir sind ja vielleicht so jetzt on peak, was die Maßnahmen anbelangt. Ich habe das Gefühl und ich glaube, das wird nicht noch krasser. Also wir hatten mal drüber gesprochen, über potenzielle Ausgangssperre und so weiter und so fort. Ich glaube, also das ist nur so eine generelle Ausgangssperre. Das ist in Deutschland auch, wir sind schon an einem Niveau, dass wir Freiheitsrechte krass einschränken. Das passiert natürlich alles unter dem Diktum und natürlich auch vollkommen legitim, sag ich mal, auch wenn es rechtlich problematisch ist tatsächlich. Aber das passiert, weil du jetzt hier was eindämmen willst. Noch weiter zu gehen, hoffe ich und glaube ich nicht. Ja, wenn das jetzt Wirkung zeigt, dann bleibt das dabei. Aber dann wieder abzurüsten, ist dann der nächste Schritt. Und wir wissen ja alle noch gar nicht, wann der nächste Schritt überhaupt getan werden kann. 2 Wochen? Glaube ich nicht. 4 Wochen? Eben. Schwierig. Und dann musst du, was genau, was Basti gesagt hast, dann musst du erstmal überlegen, wir haben eine Wirtschaft, die momentan echt schon weiß, dass sie Probleme bekommen wird. Und dann musst du das erst wieder in Gang bekommen und dann kannst du es hinbekommen, dass du sagst, ja, okay, und jetzt machen wir auch wieder Fußballspiele. Auch erst, weil es auch eine Stadt Fans stattfindet. Aber genau um das auch hinzubekommen, was du gesagt hast, René, dass du es im Endeffekt möglich machst, dass sich zumindest 5 Leute zum Fußball gucken, sei es irgendwo bei irgendjemandem zu Hause treffen, um dieses Erlebnis wieder zu haben, das auch dann wieder positiv ist für Sky und so weiter und so fort, damit das langsam wieder in Gang gesetzt werden kann. Also das ist ein ganz langer Weg wahrscheinlich. Naja, stimmt schon. Und du musst das natürlich dann, genauso wie das ja jetzt diese Regeln oder diese Vorbehalte sukzessive aufgebaut worden sind, musst du die natürlich auch sukzessive abbauen, um dann auch zu beobachten, dass es dann eben nicht schlagartig wieder in diesen nächsten Peak irgendwie reinläuft. Also das ist ja der nächste Punkt. Du kannst ja quasi, der nächste Punkt ist ja genau der, du kannst ja nicht die Bundesliga starten, um dann zu sagen, ja gut, wir müssen es aber in 2 Wochen wieder abbrechen. So, also das ist ja genau, diese Maßnahmen werden ja momentan getroffen, um zu gucken, was passiert in 3 Wochen. Ja. Das kannst du ja mit der Bundesliga eigentlich nicht machen. Also du musst ja bei der Bundesliga dann festen, bei diesem ganzen Chaos, kannst du ja nicht anfangen zu sagen, ja okay, dann probieren wir jetzt mal schnell die Spieltage 27, 28 durchzubringen und die Rückspiele in den europäischen Wettbewerben. So. Und dann bist du danach nicht mehr schlauer. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Pläne, wo wir alle aktuell noch nicht wissen, ob die überhaupt helfen, dass wir dann die auch noch weiterführen zu sagen, okay, jetzt kann Bundesliga gespielt werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Bundesliga die Saison nicht beenden kann. Das ist mein Gefühl aktuell, muss ich sagen. Ja. Das wäre tatsächlich auch mein Gefühl, dass wir da keine wirkliche Chance zu haben. Ja. Und dann stellt sich halt auch die Frage, wie gehst du weiter? Ne? Wir hatten es ja jetzt schon mal letztens erwähnt. Man stellt natürlich die Frage, wie machst du es dann, rettest du dann, oder nimmst du diese Saison dann in die nächste? Ne? Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, da werden wir jetzt auch nicht großartig viel schlauer. Das müssen wir jetzt einfach abwarten. Ne? Ich glaube, die Bundesliga hofft für Monat, dass sie es noch irgendwie hinbekommt. Ne? Dadurch, dass die Europameisterschaft jetzt verschoben ist, ist es, glaube ich, ganz cool für die zu sehen, okay, erstmal gut. April ist erstmal dicht, ne? Da wird nichts stattfinden. Die werden Mitte, Ende April gucken, ist da was möglich? Wenn dann immer noch nichts möglich ist, okay, Mai durch. Aber die werden immer natürlich schauen, wie weit geht's und irgendwann wird's halt nicht mehr gehen, auch für ein paar Bundesliga-Vereine wird's dann kritisch, über die anderen werden wir gleich noch sprechen. Und dann ist es halt so, was ist wichtiger, ist die wirtschaftliche Entscheidung und gibt's dann auch eine Möglichkeit, das trotzdem ohne Fans zu machen? Ja, im Zweifel ist es so, wie Basti gesagt hat, musst du wahrscheinlich wirklich den Weg gehen und sagen, dann machen wir es halt und nehmen es mit in die neue Saison oder so. Ne? Eine Sache, Jungs, dazu nur. Wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, wettbewerbsverzerrend, Probleme auch für die Eintracht. Wie seht ihr das denn? Die Mannschaften haben ja auch Probleme. Manche können nicht trainieren. Manche haben einfach dann auch trotzdem noch Leute in Quarantäne. Es sind wieder neue Erkrankte dabei. Du hättest ja eigentlich hier auch, umso länger sich das auch zieht, umso mehr bist du doch von diesem eigentlichen Wettbewerbsgedanken weg, was ja jetzt wohl auch für diese Olympia-Verschiebung gesorgt hat, dass zum einen die natürlich ihre Vorbereitung und sowas nicht mehr machen konnten, aber auch die Wettbewerbsbedingungen für alle Athleten nicht mehr gleich waren, ist doch dann beim Fußball
ähnlich zu sehen. Umso länger sich das jetzt zieht, dann kann die eine Mannschaft nicht trainieren, die andere kann. Bei den einen ist es im Endeffekt ein Bundesland, haben wir ja auch dann, die sagen strikt immer noch, ihr dürft noch nicht. Die anderen sagen, ja, ihr dürft jetzt schon wieder trainieren. Funktioniert ja eigentlich eh nicht. Dementsprechend, ich bin auch eher bei der Aussage, die ihr schon auch so ein bisschen zusammen formuliert habt, dass wir wahrscheinlich hier sehr schwierig noch die Bundesliga-Saison fertig spielen werden, weil es einfach kompliziert ist. Das Ding ist, ich habe, Marvin kennt ihn auch, wir haben mit einem befreundeten Arzt auch mal gesprochen. Mhm. Der meinte auch tatsächlich aus ganz logischen Gründen zu denken, okay, was ist denn, wenn wieder eine Mannschaft irgendwie einen Infizierten hat, außerhalb des Spielbetriebes? Dann ist ja momentan die Regel, die müssen 14 Tage in Quarantäne, dann sind die ja auch wieder draußen. Ja. Dann fängt das ja auch an. Das heißt, du kannst in allen Wettbewerben, kannst du immer mal wieder eine Mannschaft oder zwei drin haben, wo es ausreicht, dass nur einer, und der muss ja nur im Staff sein, irgendwie ein Verdachtsfall ist, zack, müsst die ganze Mannschaft in Quarantäne. Zack, sind die wieder zwei Wochen weg, sind die wieder zwei Wochen zurückgezogen. Das heißt, du kämpfst ja nicht nur mit dieser allgemeinen Verschiebungsdingsbums, sondern du hast ja auch einzelne Sachen, wie es bei Hannover am Anfang der Fall war, als gedacht wurde, die spielen noch. Als wir noch gedacht haben, gehen wir ins Stadion gegen Basel, bla bla bla, wie fern das auch wirkt. Richtig, war ja Hannover schon, hat er schon beantragt, ja, die können jetzt die nächsten zwei Spiele nicht austragen, die dann natürlich auch nicht mehr stattgefunden haben. Aber trotzdem, das kann ja dann, wenn du so eine Wiederöffnung machst, genauso passieren, weil dieser Virus ja tatsächlich auch im Herbst wiederkommen kann. So, also. Ja, ich fand auch, ich hatte mir die aktuelle Folge des vom Rasenfunk zumindest den Anfang angehört. Da sind als aktuelle Gäste einmal Ralf Gunesch und Sebastian Schuppan mit dabei, der ja Kapitän bei den Würzburger Kickers ist. Und der sagte, dass für ihn das quasi, also er wertet das wie eine Sommerpause und ja, du hältst dich fit, du bist aber nicht auf einem Wettkampf-Fitness-Niveau und du brauchst halt auch erstmal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem wie lang halt eben diese Unterbrechung ist, um fitnesstechnisch halt auch wieder auch auf einem Wettkampfniveau zu bleiben. Das heißt, selbst wenn die jetzt dann sagen, okay, wir fangen in 6 Wochen, entscheiden wir fangen wieder an, dann kannst du zwar wahrscheinlich vom ganzen technischen Grams und so weiter das nach einer Woche alles am Laufen haben und hast zwar das ganze Environment, dass du halt eben das Fußballspiel austragen kannst, aber du hast halt auch Spieler, die absolut nicht auf einem Wettkampfniveau sind. Richtig, guter Punkt. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, darüber habe ich gar nicht so wirklich nachgedacht. Deswegen ist es super, dann auch so einen Experten dann einfach mal zu hören, die einem so eine Einordnung geben können. Genau, das ist, das, wie viele Schwierigkeiten dann kommen. Natürlich, so 1-2 Wochen kannst du immer mal abfedern, ne? Aber so krasse, je schneller, je länger es dauert, desto problematischer wird's. Du hast recht. Und auch Dennis, was du da angesprochen hast, weil das spielt ja genau damit rein. Diesen Wettkampfmodus wieder zu bekommen. Du bist ja so ein bisschen wie in der Sommerpause gerade. Ja. Ne? Ja. Das ist halt, das stelle ich mir halt echt schwer vor. Und dann kommt halt wirklich noch, wie Basti sagte, hinzu, dass du Mannschaften hast, die einfach wahrscheinlich komplett in Quarantäne waren oder länger sind und dann natürlich auch nicht zeitgleich mit allen anderen wieder irgendwie am Trainingsbetrieb irgendwie teilnehmen können, wo du dann irgendwie Dinge noch irgendwie klären musst. Also das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung und du bräuchtest so viel Vorlaufzeit, dass es dann auch hinten raus irgendwann einfach eng wird. Krass, ja. Überleg mal diese Sachen, die wir jetzt hier alle besprochen haben, schon einfach so aus den ersten Gedanken, die wir jeder hatten, so raus. Überleg dir mal, was aufkommt, wenn die DFL sich tatsächlich trifft mit diesen ganzen Punkten. Da sind ja bestimmt noch mehr Sachen. Also da kommen ja dann auch noch so Kleinigkeiten, natürlich wie so Terminsachen. Dann gibt es solche Sachen wie, also Alltagssachen, um mal ein bisschen ganz kurz wieder in den Alltag zurückzukommen. Auch solche Sachen wie Polizeiaufgebote und so ein Kram. Also ihr erinnert euch, zu sagen, ja, die Eintracht muss Montag spielen, weil sonntags Fasching ist zum Beispiel. Wenn du jetzt einen Spielplan hinbretterst, wo alle 2 Tage, alle 3 Tage ein Spiel stattfinden soll, plus europäische Wettbewerbe, das ist ja nicht nur für den Fußball, sondern dann auch für den gesamtgesellschaftlichen Bereich und für diesen ganzen Einsatzkräfte, die dort drumherum arbeiten. Das ist, die müssen ja auch erstmal sich aus dieser Krise erholen, um diesen Apparat wieder zu machen. Also du hast ja, so viele Bereiche. Der Fußball ist ja nicht nur der Fußball, sondern Es sind ja alle möglichen Sachen. Diese Vorlaufzeit, die du einfach brauchst, um dieses alles irgendwie vorher zu klären. Wie du schon sagst, du hast irgendwie Polizei, die müssen verfügbar sein. Du hast die ganzen Johnnies, die hier kontrollieren an den Eingängen und so weiter, die müssen ja verfügbar sein, die ja im schlimmsten Falle auch
in Quarantäne sind oder irgendwas und nicht raus können. Also da hast du ja auch nicht irgendwie unendlich. Du hast ja die ganzen Betriebe rundherum, Rettungsdienste, whatever. Also da hast du ja auch eine Menge an Infrastruktur rund um das Spiel. Auch die VGF fährt wieder dann noch öfter und so weiter und so fort. Ja, ja. Auch diese ganze Infrastruktur, die ist natürlich jetzt auch runtergefahren. Ne? Und ja. Das sind so viele Aspekte, die alle mit reinspringen. Und das ist halt, das musst du echt abwägen. Und das muss natürlich auch wahrscheinlich sogar mit einer staatlichen Abwägung passieren, dass du sagst, okay, das muss in Kooperation mit denen passieren. Und dann ist es natürlich gut. Also ich meine natürlich, wir müssen auch irgendwo die positive Seite davon erkennen. Und zwar, wenn wir das hinbekommen, nach und nach das wieder ins Leben zu bringen. Und wenn wir sagen, okay, wir haben dann zumindest im Style gelockert, dass wir wieder mit 5 Leuten uns, sag ich mal, treffen können und so weiter und so fort. Und das ist dann vielleicht natürlich auch etwas, auch wenn es ohne Fans erstmal stattfindet, die Bundesliga, aber die natürlich auch vielleicht Leute unterhalten kann, ne? Wo du etwas hast und sagst, okay, endlich ist wieder Fußball, zwar in einem anderen Environment, ohne Zuschauer, aber vielleicht wieder so, dass sich Fans dann trotzdem freuen, dass samstags um 15.30 Uhr irgendwas stattfindet. Aber klar, und gerade wenn du über diesen krassen Zeitplan sprichst, den Basti jetzt mal angesprochen hat, alle 3 Tage, da musst du dir auch überlegen, wie krass fit du erst wieder sein musst, damit du überhaupt diese Belastung durchstehen kannst. Ja, ne? Ja. Also das wird echt eine krasse Herausforderung. Genau, ja. Das spannend. Ist es und ich glaube nicht mal, dass das nicht zu schaffen ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur in dem Zeitraum nicht zu schaffen ist. So. Also. Sehr wahrscheinlich. Ja. Schauen wir mal, also jetzt erstmal. Oh Leute, ganz Ende ehrlich, wie nüchtern wir darüber sprechen und analysieren und gucken Szenarien, ganz ehrlich, mir tut das so weh, zu denken, Leute, diese Selbstverständlichkeiten, zu denken, wann können wir uns einfach wieder treffen und wann wissen Dennis und nicht mehr, wie wir nach Hause gekommen sind. Und also es wird Zeit. Ich schmeiß irgendwann einfach mal wieder einen Schlüssel aus dem Fenster. Ich schmeiß einfach mal wieder einen Schlüssel aus dem Fenster, bald nur um mal wieder Schlüssel zu verlieren. Du sagst dir mal, sehr gut. Hier, da, ich werf den jetzt einfach mal weg, jetzt einfach wegwerfen, ja, Dinge mal wieder wegwerfen, Handy auf den Boden schmeißen, genau. Damit du mal wieder ein neues Handy brauchst. Nee, aber es ist doch tatsächlich so, ich meine, wir reden jetzt hier wirklich aus so einer weiteren Perspektive drauf, wie kann es sein, aber wenn wir so ein bisschen in unsere eigene Innensicht gehen, das ist schon krass. So, René hat es ja eben so einfach in so einem Nebensatz gesagt, ja, das heißt wahrscheinlich weitere 6 Wochen kein Fußball. Und wir stellen uns alle vor, wir würden diese 6 Wochen jetzt unterschreiben. Ich würde sofort unterschreiben. Ja, ich glaube, das einer ist, sagt, hier, das ist halt wieder Fußball. Echt so dieses Ding, man kann ja irgendwie damit umgehen, zu wissen, sich mal für eine gewisse Zeit irgendwie einzuschränken oder mal auf Dinge zu verzichten. Aber was du ja immer irgendwie hast, ist so diesen Endpunkt. Du weißt ja immer, okay, das ist jetzt eine Phase, die geht, was weiß ich, 4 Wochen und dann ist das Thema aber auch rum. Aber jetzt hier einfach zu wissen, du gehst in so ein Ding rein und du weißt nicht, hört das morgen auf, hört das in 2 Wochen auf, hört das in 2 Monaten oder in 2 Jahren auf. Das ist das, was, glaube ich, einen richtig fertig macht. Ja. Genau, ja, das ist genau. Es. Das fasst genau diese Problematik zusammen. Sowohl für uns selber als auch für die Einschränkungsträger. Ja. Ja. Und das ist halt aber genau, ich meine, wenn du überlegst, vor ein paar Wochen waren wir irgendwie noch unterwegs. Ich meine, das ist noch gar nicht so lang. Also ja. Gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, dass wir alle in Salzburg waren. So, ne? Und da ja, war Marvin, alles überleg dir, wie wir in Salzburg unterwegs waren. Hey. Schon krass. Und ich meine, da war es schon, also das war ja kurz vor knapp schon, ne? Ja. Also da hast du schon gemerkt, okay, es gibt Einschränkungen, es gab schon Gerüchte und so weiter und so fort. Es gab diese Gerüchte, genau, wegen dem Sturm. Da haben wir noch gesagt, guck mal, aber was glaubst du, das ist wirklich wegen dem Sturm und so weiter und so weiter. Ja. Diese Spielverschiebung. Und jetzt stehen wir hier und alles ist, ich weiß nicht, es ist krass alles. Mhm. Ja, und da waren wir aber klar, da haben wir gesagt, okay, naja, irgendwie findet es auch statt und dann sogar mit Zuschauern und so weiter und so fort. Und dann war es wirklich nur wegen dem Sturm. Und dann bist du irgendwann runtergegangen, hast gesagt, okay, naja, ja, ist es jetzt echt so, ohne Zuschauer das stattfinden lassen zu müssen? Und jetzt ist weder Fußball ohne Zuschauer, sondern gar kein Fußball mehr. Und Fußball ist eigentlich das geringste Problem tatsächlich, weil jetzt geht halt noch nicht mal sich mit 5 Leuten vom Jockjock treffen halt, ne? Das ist genau so, das ist genau dieser Ablauf so von mir. Du bist da wirklich reingeraten und weißt gar nicht genau, was du jetzt, wie es schon sagt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wir sind noch nicht auf dem Weg nach draußen, sondern wir laufen noch so unten weiter runter und warten erstmal, bis wieder ein Schritt nach oben geht.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das wird auch in ein paar Wochen so gehen. Womit ich mich irgendwie aber so ein bisschen tröste tatsächlich, ist so, auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört, aber ich versuche aus dieser Situation irgendwas Positives zu ziehen, ne? Weil das ist jetzt eine lange Periode, die uns irgendwie auch, glaube ich, alle mitnimmt und auch negativ mitnimmt und wir nicht genau wissen, wie läuft das jetzt. Aber ich denke mir halt immer so, ich versuche jetzt irgendwie sowas Positives daraus zu ziehen, dass ich sage, okay, es gibt diese Stay-Home-Challenges, es gibt dieses Stay-the-fuck-at-home und so weiter und so fort. Langsam bilden sich gewisse Infrastrukturen, über die ich heute im Laufe des Tages auch noch sprechen will, weil wir haben sehr, sehr viele Industrien, beziehungsweise sehr viele auch Leute, die wir kennen, die jetzt da haben, die Probleme finanzieller Natur haben, die sehen müssen, wie steigen sie um, also gewisse Läden oder so, die jetzt sehen müssen, okay, sie können nichts mehr verkaufen im klassischen Sinne, weil wir nicht mehr reinkommen können, deswegen bringen sie was. Also sehr, sehr viele Aspekte in dieser Hinsicht, die aber jetzt sich langsam Gedanken machen. Und genauso denke ich mir, vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir machen das alle mit diesem Stay Home, ne? Wir passen darauf auf, wir waschen die Hände, was wir die letzten Wochen jetzt schon gesagt haben und wollen vielleicht auch, sag ich mal, eine positive Challenge setzen, dass wir sagen, wir sind besonders gut dabei, zu Hause zu bleiben und wir sind besonders gut dabei, irgendwie halt darauf zu achten, 1,5 Meter Abstand und so weiter und so fort, vielleicht nicht ganz so oft einkaufen, eher vielleicht Lieferdienste und so weiter und so fort, damit wir, sag ich mal, als Hessen, sag ich mal, oder vielleicht als Deutschland irgendwie sag ich mal, ganz flat the curve halten, dass wir es schaffen, während andere, wenn ich dann sehe, dass der Donald Trumpovic, ja, der keine Ahnung von nichts hat, irgendwie gefühlt, ja, und mit seinem Staat gerade irgendwie ins Verderben rennt, weil da wird es wahrscheinlich echt noch viel beschissener ablaufen als bei uns, dass wir dann sagen, okay, wie so ein bisschen, dass wir versuchen, dass wir das so flach wie möglich halten, damit die Mediziner, Medizinerinnen in unserem Land so wenig Scheißstress, den sie ja eh schon haben, wie möglich haben, so wie, weißt du, wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen dass wir so ein bisschen Pride darin nehmen, wir versuchen so gut wie möglich zu sein, damit wir es den anderen so gut wie möglich machen. Ja, das kann auch nur der Spirit sein, ich glaube tatsächlich, dass bei mir, ich bin noch nicht so weit, also ich bin wirklich noch in dieser Down-Phase, aber genau das ist das Ziel, zu denken, okay, du musst fast einen kompetitiven Gedanken daraus machen auch. Ja, genau. Also, und auch so gesellschaftlich, gemeinschaftlich und zu sagen, okay, die Leute freuen sich, wenn sie sich gegenseitig helfen. Ich meine, du hast schon gesagt, mir fällt es gerade noch schwer, aber wenn ich mich jetzt in Leute reinversetze, denen es ein bisschen besser geht gerade. Du kannst ja tatsächlich auch sagen, Leute, die Leute rufen sich mehr an, die Leute achten mehr auf sich, es wird auf ältere Leute mehr geachtet. Es gibt ja wirklich viele positive Sachen, wo du auch hoffst, dass es vielleicht danach auch noch Auswirkungen hat. Und das muss quasi das Ziel sein. Wie gesagt, ihr müsst mich aktuell noch zurücklassen, aber ich komme nach. Also ich bin dabei, weil ich glaube, anders geht's auch gar nicht. So, du musst das für einen selber und für als Gemeinschaft in diesem Mikrokosmos, in dem wir alle leben, und teilweise ist ja sogar noch ein bisschen größer dann auch über die sozialen Medien, dass man einfach sagt, Leute, wir müssen es jetzt halt durchziehen, was bleibt uns anderes übrig? So, ja. Also. Basti, du weißt aber, wir lassen niemanden zurück. Das ist ein guter Set. Keine guter Sorge. Sendungstitel. Wir lassen niemanden zurück. Ich schreib's mal auf. Aber wie gesagt, aber was du eben nochmal angesprochen hast, du hast in einem Punkt zusammengefasst, dieser kompetitive Spirit fast, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt so gut wie möglich durchzuziehen, weil das hilft uns allen tatsächlich. Und je schneller wir auf dieses Niveau kommen, dass es sich einigermaßen eingependelt hat, desto mehr gibt's vielleicht die Möglichkeit, dass sich gewisse Dinge dann auch wieder lockern. Wir wissen, wir können das alles kaum abschätzen, wie die langfristige Wirkung von allem ist. Wir sehen gerade die komplette Grenzziehung, die sich manifestiert, dass nach Europa, selbst nach Deutschland rein und raus fast gar nichts mehr geht. Das wird wahrscheinlich eine ganze Weile irgendwie so bleiben. Aber ich glaube, es kann zumindest einen Moment was Positives auch einem geben, wenn wir uns versuchen, alle dran zu halten, dass wir das eindämmen können, dass es nicht so eskalativ wird wie in anderen Ländern. Spanien auch krass. Ich meine, in Deutschland sind es auch 33.000 schon, aber der Verlauf ist ein bisschen besser. Ich meine, ich höre mir auch selbst jeden Tag den Drosten an und so weiter und so fort. Er bekommt natürlich nur einen Bruchteil mit. Ich bin ja kein Arzt, ne? Also das dann irgendwie in meinem Kopf so klar zu bekommen, ist dann nochmal eine andere Kiste. Aber trotzdem, kann ich mir schon vorstellen, wenn wir da alle dran arbeiten, dass wir es einigermaßen gering halten können. Ich glaube, das kann auch was Positives sein. Sagen, wir machen das alle, wir probieren das und das ist irgendwie so wie ein Gemeinschaftsgefühl. Weißt du, wir arbeiten jetzt hier zusammen daran, dass die Scheiße nicht komplett ans Dampfen gerät. Und ich glaube, das ist auch schon mal was Positives. Ja, sehr gut. Richtig. Ja.
guter Spirit. Das ist richtig. Vielleicht ganz kurz noch der Vollständigkeit halber, Basti hatte es gerade eben gesagt, dass es natürlich auch immer wieder Mannschaften gibt, wo eben auch Spieler oder Staff positiv getestet ist. Ja, Eintracht macht da auch mit. Also bei diesem kompetitiven Gedanken sind wir auch irgendwie vorne mit dabei. Wir haben es gibt bei der Eintracht zwei positiv getestete Spieler und auch zwei positiv getestete Menschen eben aus dem Staff. Was ich gut finde dabei ist, dass die Eintracht jetzt nicht wie andere irgendwie Großheadline Spieler XY positiv getestet, sondern dass sie die Namen halt weglassen, weil das für mich auch etwas ist, was in diesen Persönlichkeitsraum der Leute eingreift. Ich muss nicht wissen, wer das ist. Sie müssen es wahrscheinlich einfach sagen und dann ist es auch fein. Und dann kann man den Leuten auch generell, ohne dass ich jetzt einen Namen sage, gute Besserung wünschen und dann ist auch gut. So. Es ist auch ehrlich gesagt, ne, ich meine, wir müssen auch mal die klar halten, was es jetzt hier ist, ne? Das ist natürlich, es ist schwieriger als eine Grippe und so weiter und so fort, aber es bringt uns ja nichts. Es bringt uns eigentlich weiter, wenn wir sagen, oh guck mal, der hat's und der hat's. Wenn jemand proaktiv sagt, ey Leute, ich hab's, um vielleicht aber dafür zu zeigen, Leute, es kann auch mich treffen, es kann uns alle treffen. Also da eine positive Message vielleicht wieder rausziehen will, von mir aus. Aber die Personen, die das getroffen hat, die haben sich offenbar jetzt auch nicht bereit gefühlt, da was zu sagen proaktiv, dann lassen wir sie gehen lassen. Auch fein. Ich glaube ehrlich gesagt, Leute, dass sich das komplett auch wandeln wird, im Sinne von, dass die Leute irgendwann stolz sein werden, wenn sie es hatten, weil dann kannst du nämlich wieder alles lachen. Also ich glaube tatsächlich, dass... Irgendwann wird das Ziel, es ist ja auch das Ziel, Herdenimmunität, zu sagen, okay, irgendwann ist das Ziel, dass du zu sagst, okay, ganz ehrlich, wenn ich es jetzt hatte, dann gefährde ich niemanden mehr und ich gefährde mich nicht mehr. Das heißt, ich kann zum Beispiel wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft sein. So, also ich wollte gerade sagen, muss ja nach und nach das Ziel sein, dass du Antikörpertests machst, dass du sagst, okay, der Arzt hatte das schon, geil, der ist wieder einsetzbar, der bla bla, der Johnny und du darfst wieder raus und so und so und so. Also das ist ja wirklich, irgendwann muss das ja das Ziel sein, weil du kannst ja nicht sagen, okay, wir müssen jetzt alle warten, bis wir es hatten und dann nochmal zwei Wochen zu Hause bleiben, sondern dass diese Maßnahmen auch nicht ganz shutdown-mäßig sind, liegt ja auch daran, das heißt ja immer, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das heißt ja aber nicht, es gar nicht zu belasten mit dem Kram, sondern die wollen, da muss ja auch ein Progress drin sein. Ich glaube, das wird sich irgendwann drehen, dass man sagt, geil, ich habe ein Bändchen um den Arm, ich hatte schon Corona, ich darf jetzt machen, was ich will. Im Idealfall, Basti, dazu nur ganz kurz, René, deshalb wird ja die Entwicklung von diesen Schnelltests für zu Hause auch so forciert eigentlich, dass du eigentlich bei Symptomen oder den ersten Kratzen im Hals selbst einen Abstrich nehmen kannst, siehst dann blau oder rot, ich bleib jetzt zu Hause und geh gar nicht mehr, kann mich sozusagen selbst in Quarantäne setzen, weiß nach zwei Wochen, wunderbar, zieh sozusagen jeden zweiten, dritten Tag meinen Abstrich und weiß dann, okay, wunderbar, jetzt kann ich mich nochmal beim Arzt testen lassen und dann ist alles gut. Das ist ja auch so der Weg dahin. Deshalb hoffen wir ja eigentlich alle, dass das, deshalb auch, ihr habt es jetzt ja schon sehr oft verwendet, den Ausdruck, die Kurve flach halten, die eigentlich dazu schauen, dass du denen Zeit gibst, dass sie eben die erstens Medikamente entwickeln können, Verfahren, Therapieverfahren etc., aber auch insbesondere diese Schnelltests, um den Leuten einfach eine Möglichkeit zu geben, zu Hause zu testen, da zu sehen, wunderbar, oh, ich bin jetzt anscheinend ansteckend, ich bleibe zu Hause, ich habe meine Umgebung, weiß aber auch dann natürlich durch diese Tests, wann bin ich nicht mehr infektiös. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Weg, wo es dann gerade in die Richtung geht, was ihr gerade sagt. Wenn dann natürlich das auch zu Hause geregelt werden kann, gar nicht mehr diese großen Ansteckungswege sind, ich glaube, ich wird das auch besser im Griff zu halten sein. Und die Leute, und ihr sagt es richtig, sobald natürlich dann, jeder würde sich über so ein Bändchen dann freuen, wenn er wieder rausgehen kann und ist immun. Nur da ist ja auch die Vorsicht, der Stamm entwickelt sich ja immer weiter. Das heißt ja nicht, dass jetzt im Endeffekt über die ganze Welle immer dasselbe, ja sozusagen, es gibt ja wohl auch mehrere Infektionsherde und Nierenstämme ist natürlich dann auch eine trügerische Sicherheit, ist natürlich schwierig. Trotzdem hoffen wir einfach alle, dass wir alle, ich sag mal, mit einem milden Verlauf auch aus der ganzen Sache rausgehen. Der Vorteil, wenn du halt einfach weißt, ob du jetzt quasi schon über den Berg quasi drüber bist, ist natürlich, dass du auch in diese helfenden Leistungen, wie von wegen, ich kann jetzt auch mal beruhigt für die Leute irgendwie in der Straße einkaufen gehen, weil ich mir eben keine Sorgen machen muss, dass ich jetzt länger als eine halbe Stunde irgendwie im Aldi oder irgendwas stehe, ist natürlich auch so eine Situation. Was du aber gerade eben noch angesprochen hast, Dennis, diese Schnelltests, so wie ich das verstanden habe, sind diese Schnelltests wirklich reine Antikörpertests. Das heißt, die sagen dir nur, herzlichen Glückwunsch, du hattest das Ding vor einer Woche, dann weißt du, dass alle die, mit denen du dich in der Woche unterhalten hast, die hast du angesteckt und du bist jetzt durch.
Ja, das ist das, was, glaube ich, aktuell, es soll aber ja Entwicklungen geben, das bringt natürlich ja nichts, sondern es sind ja die im Endeffekt, und ich glaube, da ist auch tatsächlich der Weg momentan sehr, ja, auch mit fokussiert, sowas mit zu weiterzuentwickeln, ja, um eben den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, da auch schnell zu reagieren. Denn wir wissen doch alle nicht, ob wir es hatten oder nicht, wenn wir nicht getestet waren. Sondern es wäre doch super, wenn du im Endeffekt zu Hause sitzen könntest, machst deinen Abstrich, siehst Mist, dann ist ja auch jeder bereit, sich 2 Wochen in Quarantäne zu setzen. Es ist doch immer dieses Sinnlose. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, was ist denn das eigentlich für ein Mist? Jetzt hat der dritte Verwandte von meinem Arbeitskollegen hat im Endeffekt eventuell einen positiven Test, setze ich mich auch erst mal 2 Wochen zu Hause hin und mache mich hier privat in Quarantäne. Das ja, vor allen Dingen, aber das ist, was Dennis sagt, ist echt ein wichtiger Punkt, der viel zu kurz kommt. Theoretisch gesehen kann es dir passieren, wenn du echt Pech hast, dass du irgendwie ständig 2 Wochen zu Hause sitzen bleiben musst. Also so, ah nee, war doch nicht so, dann warst du schon 2 Wochen daheim, ah nee, war negativ. Und dann kommt der Nächste. Dann kommt der Nächste. Ständig, wie der Dennis sagt, ja, in der Eisdiele, ja, zack, dann hockst du ständig 2 Wochen völlig umsonst daheim. Das ist schon wirklich so skurril alles, muss ich sagen. Ja. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist spannend eigentlich zu sehen, ja. Es kann, wie gesagt, es kann ja wahrscheinlich wirklich nur das Ziel sein, dass nach und nach dieser Infektion dann für Leute passiert. Klar, ist ja bei mir zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, gehe ich noch in HR, ne? Logischerweise keine Infektion, nichts bekannt, keine Wirkung und so weiter und so fort, ne? So, wenn es mich aber jetzt, aber es gibt genügend Leute, die halt nicht, die von zu Hause aus arbeiten, weil es bei uns einigermaßen gut möglich ist, ne? Mhm. So, das heißt, stell mal vor, ich hätte das jetzt, ne? So, und dann müsste ich auch zu Hause bleiben und dann gleichzeitig könnte dann aber jemand, wer von den Leuten, die jetzt die ganze Zeit schon zu Hause waren, aber nichts hatten, könnte dann für mich dann vor Ort dann tätig sein und ich könnte dann spätestens nach 2 Wochen, wenn ich es auch wieder einigermaßen gut hinbekommen habe und wieder fit bin, kann ich auch wieder hin. Ne? Also insofern, dann gibt's ja, ist die Arbeitskraft ja dann doch wieder, zumindest nach 2 Wochen wieder vollständig hergestellt, dass du wieder Dinge machen kannst. Ne? Ja. Sowieso interessant, dass wir das sehr arbeitsmäßig hier im Blick haben, weil eigentlich ist ja das Leben mehr als nur die Arbeit und genau deswegen haben wir auch diesen Podcast hier, weil wir reden ja eigentlich in unserem Podcast hier nicht über die Arbeit. Ja? Ja, also dieses Modell, was ihr da beim HR fahren könntet, um mal wieder auf den Fußball zurückzukommen, das wird da leider nicht funktionieren, glaube ich. Aber mit dem Thema ganz kurz auch jetzt, um die Eintracht-Bezug wieder zu nehmen, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Idee gewesen, ein spezielles Mannschaftshotel anzumieten sozusagen für die verschiedenen Mannschaften dann auch, in deren Zeit sie, wenn dann Bundesliga wieder stattfinden soll, sie also sich nur noch in diesem Bereich aufhalten dürfen. Wenn ich das richtig verstanden hatte, das war doch, wer das hat denn war, das? Das war, glaube ich, so eine Überlegung tatsächlich, sie quasi von, dann auch zu... Vom DFB war das doch irgendwie... Ja, sie quasi da zu separieren, die Mannschaften, sodass dann, aber du hast ja in dem Moment, wo du in den Spielbetrieb gehst, hast du ja trotzdem Kontakte zu Security, whatever, Leuten im Stadion und so weiter. Also klar hältst du die Kontaktpersonen, die Anzahl hältst du natürlich gering, aber es sind ja auch nicht überall dieselben. Also auch wenn du jetzt mal wirklich sagst, ja, ja, genau. Du müsstest ja quasi dann wirklich alle Mannschaften und alle die halt eben zu diesem ganzen Environment drumherum gehören, von dem Rest der Menschheit irgendwie separieren. Und wie willst du das denn machen? Bist du doch auch wahnsinnig, oder? Ja, das kannst du doch auch gar nicht, weil das ist ja auch in jedem Stadion immer jemand anders. Ja, also das halte ich auch für, ist theoretisch wahrscheinlich irgendwie so ein Modell, was irgendwie auf dem Papier irgendwie erstmal ganz, ganz schick aussieht, aber ich glaube in der Realität umsetzbar schwierig. Echt schwierig. Da werden sich noch viele unterschiedliche Gedanken gemacht. Ja. Also da werden jetzt, glaube ich, wirklich sich, was da an Modellen irgendwie von links nach rechts gedreht wird, das ist eine ganz andere Nummer. Okay. Ganz kurzer Update zu Marvins Hinweis von letzter Woche. Ja. Pornhub ist jetzt nicht nur in Italien verfügbar, sondern auf der ganzen Welt. der Premium-Account. Gott sei Dank. Basti hatte... Bin sehr froh, dass du das jetzt schon sagst. Ja. Da weiß ich, wer hier als Erster weg ist, was dann noch so gemacht wird heute. Das heißt, die ganzen Menschen, die jetzt Klopapier in den letzten Wochen gekauft haben, haben das nicht aus Eigenbedarf und zum Hamstern gemacht, sondern das war quasi so ein... Wie als wenn du in...
Aktien, die wenig Geld wert sind, quasi investiert, weil sie wussten, dass der Wert des Produktes steigen wird in naher Zukunft. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie erfahren die Leute da draußen sind, aber Klopapier eignet sich dafür eigentlich nicht so gut. Also wenn, dann Thema, Leute. Sehr gut. Wollte ich auch gerade sagen, wollen die, nutzen die sonst auch Schmirgelpapier oder so? Naja, gut. Also zu tief in die Materie wollen wir jetzt auch nicht eintauchen. Ja. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, lieber Benni. Genau, lass uns aus der Ecke des Handspiels wieder rauskommen. Wir wollten noch mal kurz über die dritte Liga reden, was wir da ja auch die letzten Wochen schon so ein bisschen angedeutet haben. Erste Liga, zweite Liga kriegen wahrscheinlich diese ganzen Situationen relativ einfach gelöst. Da wird jetzt auch keiner am Hungertuch nagen, wenn er mal irgendwie, oder weniger Leute am Hungertuch nagen, wenn sie jetzt mal irgendwie auf ein bisschen Geld verzichten. In der dritten Liga sieht das situativ ganz anders aus, als wenn das so dieses Bindeglied zwischen Amateurfußball und Profiliga ist, aber da reden wir jetzt A, nicht über große Summen und auch B, über viel mehr Abhängigkeiten jetzt von tatsächlich Fußballspielen mit Zuschauern, was für die einfach auch eine große Einnahmequelle ist. Also Geisterspiele helfen denen nur bedingt, weil nur ein ganz kleiner Teil des Budgets da tatsächlich aus den Fernsehgeldern gewonnen wird und einfach viel Geld von den Zuschauereinnahmen kommt. Und da haben ja jetzt tatsächlich schon einige Vereine auch Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Also da sieht die Nummer anders aus. Ja, aber grundsätzlich, du hast es jetzt angesprochen, erste, zweite Liga, die schwimmen auch nicht einfach so durch, ne? Also ich meine, wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Woche schon mal angedeutet. Ich glaube nicht, dass die Bremer, dass wenn das jetzt noch Ewigkeiten so weitergeht, dass sie da komplett Chili Vanille machen, ey, oder? Also das glaube ich. Ja, wobei ich da schon nochmal differenzieren würde zwischen Verein und Spieler. Ja. Also meine Aussage bezog sich jetzt auf die Spieler, wo ich schon glaube, dass die das noch ein bisschen einfacher wegstecken können als jetzt ein Spieler von Magdeburg. Ja, gut, das ist ganz klar. Ne? Also ich gehe schon davon aus, oder ich hoffe zumindest sehr, sehr und auch innig, dass der eine oder andere Bundesligaspieler oder das Gros der Bundesligaspieler nicht so einen eng gestrickten Finanzrahmen hat, dass alle Kosten nicht gedeckt werden können, wenn jetzt für 2 Monate kein Geld fließt. Also das sollte, die verdienen ja alle ein ganz ordentliches Geld, aber das weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe schon mal davon aus, aber wie du richtig sagst, in der dritten Liga ist das eine ganz andere Nummer. Und da ist es aber auch halt ein Problem des Vereins tatsächlich, ja, weil die Gefahr der Insolvenz ist da extrem groß und was da noch hinzukommt, ist ja die Tatsache, dass wir reden auch darüber, dass eine Liga vielleicht länger geht. Ich glaube, ich weiß nicht genau wie viel Prozent, aber ich glaube über 40% der Drittliga-Kontrakte, die laufen dann auch aus. Also dann musst du auch Sonderregelungen finden, damit du das Ding überhaupt zu Ende spielen kannst. 37%, ne? Ich habe mal nachgeguckt, exakt bei 205 der 555 registrierten Spielern laufen die Verträge am 30.06. aus. So, das ist natürlich eine richtig krasse Hausnummer. Was ich gut finde tatsächlich ist, dass einige Drittligisten auch, es gab ja auch ein paar Bundesligisten, die Kurzarbeitergeld genau angemeldet haben und bei den Drittligisten ist es ja auch der Fall. Unter anderem waren es ja die Braunschweiger, die auch dieses Kurzarbeitergeld eingeführt haben. Das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. Ich glaube, Gladbach war es aber in der Bundesliga, oder? Es waren zumindest die einzigen oder die ersten, von denen ich das jetzt gelesen habe, ja. Ja, also. Und bei Gladbach weiß ich nur, dass die auf Gelder ja verzichtet haben, um im Endeffekt den Verein sozusagen da zu entlasten, die Spieler. Die Spieler, ich glaube, aber generell war bei denen auch dieses Thema Kurzarbeit im Gespräch und in der dritten Liga war es eben Braunschweig, Kaiserslautern und Magdeburg, die bislang, soweit ich das verstanden habe, den Antrag gestellt haben. Und ich meine gerade Kaiserslautern, wenn du dir überlegst, ne? Kaiserslautern. Ey, ganz ehrlich, wir reden ja hier aber auch genau. Sorry, das ja. Ich hatte genau denselben Gedanken wie du. Wir reden ja hier aber auch über Vereine, die sowieso schon am Arsch sind. Also, ja, klar. Sorry. Das wollte ich nur einwerfen. Liebe Grüße nach Kaiserslautern. Sorry, Marvin. Ja. Ja, ne, ist genau der Punkt. Also ich meine, dir geht's ja eh schon nicht gut, ne? Also ich meine, wenn du Vereine hast, die finanziell überhaupt nicht am Hungertuch nagen, wie halt, naja, keine Ahnung, der eine oder andere Red Bull-Verein oder so, dann ist es egal. Aber halt Kaiserslautern, die eh schon ein Problem haben. Ich habe echt Angst. Ja, natürlich können wir immer darüber sprechen. Ja, Kaiserslautern, Rivalität, ist ja klar, haben wir auch alle. Aber Fakt ist, dass wir die halt trotzdem ganz gern perspektivisch wieder eine Nummer höher sehen würden. Wir würden ja tendenziell auch lieber gegen die als gegen Red Bull, sage ich mal, spielen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber es wird halt extrem eng sein. Und auch für die einzelnen Spieler, für die ist es halt auch eine richtig krasse Nummer. Wenn das jetzt halt Ewigkeit
Möglichkeiten geht. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass uns auch Vereine verloren gehen, die für uns alle, glaube ich, immer noch als Fußball-Nostalgiker einen großen Wert haben. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Wir hatten es gestern bei 93 auch schon mal angerissen. Damit will ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigen, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt eins nicht brauchen, dann sind das weitere Horrorszenarien. Aber tatsächlich, das ist ein guter Punkt. Das mit den Investoren zu denken, okay, dass das jetzt quasi die Situation dazu genutzt wird, zu sagen, ja Leute, wenn ihr alleine über die Pleite gehen, dann kaufe ich halt euren ganzen Verein. So, also, dass jetzt plötzlich das dazu genutzt wird, zu sagen, okay, dass sich Vereine noch abhängiger vielleicht von einzelnen Sponsoren machen, wie 1860 das zum Beispiel gemacht hat, der HSV und so weiter. Und plötzlich geraten auch Vereine in diese Situation, in denen die anderen Vereine sich selbst manövriert haben und dadurch in die Abhängigkeit gehen mussten. Kann es ja jetzt komplett unverschuldet auch passieren, dass du sagst, okay, scheiße, ich bin am Arsch, ich weiß nicht, ich hab's aber, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, ich bin weiterhin der naiven Hoffnung, dass da finanzpolitische und finanzinstrumentelle, Maßnahmen getroffen werden, die da irgendwie gegenwirken, zu sagen, okay, man guckt, dass man das irgendwie überbrücken kann, so wie es halt in der freien Wirtschaft und Privatwirtschaft auch passieren muss, also du kannst ja jetzt nicht, weiß ich nicht, also wie viele Insolvenzverwalter soll es in Deutschland geben, wenn jetzt plötzlich jeder, dem es nicht gut geht, Privatinsolvenz anmelden muss. Also ich glaube, uns gibt ja tatsächlich auch schon Hilfe. Macht eine mehrere. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch bei uns im Haushang hing auch schon so ein Aushang zu sagen, dass der Vermieter gesagt hat, hier Leute, in diesen Zeiten, wenn irgendwas ist mit der Miete, sagt Bescheid, dann kann man gucken, ob man das stunden kann und so weiter. Und solche Modelle, die im Kleinen funktionieren, müssen auch irgendwie im Großen funktionieren, dass sich da. Also diese Angst habe ich noch nicht, beziehungsweise erlaube ich mir noch nicht zu sagen, okay, wenn die Bundesliga irgendwann wieder losgeht, wird das eine komplett andere sein. Ja, klar, wie du schon sagst, also da sind ja auch diese Abhängigkeiten drin. Du hattest es ja letzte Woche auch zum Beispiel war ja dein Beispiel Sky, wo du gesagt hast, deren Produkt ist ja schon auch die Bundesliga und eine Bundesliga ohne Mannschaften funktioniert nicht. Also die haben ja auch ein gewisses Interesse, dass das funktioniert und genauso hast du ja auch weiter unten auch diese Varianten, dass du sagst, okay, bevor ich gar kein Geld kriege, dann lieber irgendwie weniger in einem anderen Zeitraum, aber du kommst ja trotzdem irgendwie ganz anders damit hin. Also da wird es, glaube ich, schon viel Interesse geben, solche Modelle, Stundungsmodelle, whatever, irgendwie aufrechtzuerhalten. Trotzdem sehe ich schon, dass für den einen oder anderen wird es sehr, sehr eng werden. Ich denke auch ganz kurz nochmal zu dem Thema auch mit den Sponsoren, Basti, du hast es, glaube ich, eben gerade gesagt gehabt, dass die eventuell dann die Vereine übernehmen. Ich glaube tatsächlich, dass hier auch ein Problem besteht. Diese Mannschaften haben natürlich auch ein Sponsorenportfolio, nicht unbedingt die mega geilen Firmen und mega geilen Unternehmen, die vielleicht jetzt auch wirtschaftlich problematisch dastehen. Richtig, das Erste, was du natürlich als Unternehmen dann auch wegstreichst, ist das Sponsoring bei irgendeinem Verein, wenn es dir eh schlecht geht. Und dementsprechend glaube ich eher, dass da teilweise Geldquellen an der Stelle noch wegbrechen werden. Und ja, ich denke schon, dass der ein oder andere Drittliga-Club gerade auch ein Spieleretat noch ein bisschen aufbessern kann, weil er im Endeffekt ganz gute Sponsoren in Anführungszeichen im Hintergrund noch hat. Wenn die jetzt noch wegfallen, glaube ich, wird das dann auch dem einen oder anderen wirklich dann auch nochmal schwer fallen. Auch wenn wir natürlich das Thema sicherlich mit Zuschauern und so weiter hier machen werden, abarbeiten werden, muss man einfach gucken. Es kann natürlich auch gerade an der Stelle sein, nicht mal, dass wir Angst haben müssen, dass hier jetzt jeder Club von irgendeinem Privatinvestor noch übernommen wird, sondern eher, es kann sein, dass gar nicht mehr die Finanzkraft da ist, die Clubs so weiterhin zu unterstützen, zumindest kurzfristig gesehen. Ja, außer in Köln wahrscheinlich. Liebe Grüße. So sieht es aus, ja. Aber grundsätzlich kann es echt sein, dass sich dann die Katze in den Schwanz beißt. Das müssen wir abwarten. Je kürzer die ganze Sache geht, desto besser kann das laufen. Ich habe nur grundsätzlich halt die Bedenken, aber wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Und ich will nur sagen, für uns ist es in der Bundesliga klar, wir gucken da drauf und wir wissen auch, dass das auch für die Bundesliga-Vereine, glaube ich, nicht komplett ohne ist. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass hier, wenn der Zeitraum absehbar ist, dass es in der Bundesliga die meisten ganz gut hinbekommen. Aber vielleicht sollte man hier auch über ein solidarisches Modell nachdenken, denn der Fußball ist nicht nur erste und zweite Liga. Ne? Ja, und die dritte Liga, die du angesprochen hast, wo wir eigentlich drüber sprechen wollten. Das ist ja auch, wenn ich über Kaiserslautern was gesagt habe, dann kannst du das über die dritte Liga allgemein auch sagen. Die hat sich so schon nicht gerechnet für die Vereine. Also du musstest so schon echt viel Geld reinbrettern und hast viel Reisen und musst viele Anforderungen erfüllen. Das hat sich so schon nicht gelohnt und das wird sich ja jetzt erst recht nicht lohnen. Ja,
Das ist ganz wichtig. Ihr müsst vielleicht auch mal darüber nachdenken, guck mal, was die Bundesliga für ein Hochglanzprodukt ist, ne? Und wie das so gemacht wird auch von Sky. Du siehst in der zweiten Liga schon deutliche Abstufungen in der Performance beziehungsweise in dem Look, wie das aussieht. Ich will jetzt kein Sky-Bashing betreiben, aber wie Sky die zweite Liga präsentiert, hast du nicht das Gefühl, du siehst hier ein Top-Produkt oder so. Und du siehst dich auch als Zweitliga-Verein nicht großartig wertgeschätzt. Das fängt von den Zeiten an, das geht aber weiterhin zur der Präsentation des Ganzen. Du siehst ein schmales Studio, wo mehrere Konferenzen irgendwie stattfinden, aber sind die Leute wirklich vor Ort, die da kommentieren, oder sitzen die alle in einem Studio? Ist ja überhaupt nochmal ein Fielder vor Ort? Selbst so da wird oftmals eingespart, ne? Also da ist die Präsentation noch nicht so krass. Und man sollte darüber nachdenken, auch dieses Geld, was irgendwo reinfließt in die Bundesliga, halt auch irgendwo weiter runter zu verteilen. Ich weiß, das ist, es ist alles sehr, sehr subjektiv, oder das ist natürlich eine Wunschvorstellung, aber du musst auch irgendwelche Möglichkeiten bieten, dass du auch in der dritten Liga eine andere Präsentation hinbekommst. Das macht ja teilweise Telekom, macht das ja mit Magenta Sport auch ziemlich gut. Ich habe auch dieses Ding, da gucke ich oft mal in die dritte Liga rein, da finde ich das schon gar nicht so verkehrt, aber du musst irgendwie eine andere Struktur finden, dass du alle drei Ligen irgendwie einigermaßen interessant gestaltest und vielleicht auch die Verteilung nochmal anders machst. Aber da ist natürlich jetzt eine Wunschvorstellung. Vielleicht ist das alles gar nicht so notwendig, wenn es schneller geht als gedacht, aber ansonsten kann das eine Weile dauern. Ja. Aber gut, gehen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Du kannst es ja auch wieder, um das abzuschließen, du kannst es ja dann tatsächlich nochmal, dann kannst du von der dritten Liga, guckst du nochmal weiter nach unten. Ja. Da wird es wirklich bei allen Sachen eng. Und dann da reden wir tatsächlich auch vom Breitensport, der ja tatsächlich fast gesamtgesellschaftlicher, fast sogar wichtiger ist fast. Also ja, die ganzen Kleinvereine bei euch, in jedem Stadtteil, in jedem Ort und so ein Kram, das ist ja auch alles zu. Also das ist ja tatsächlich, das Problem ist ja so groß, dass du da überhaupt nicht anfangen kannst zu sagen, wo fangen wir denn jetzt an? So, also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, ist richtig. Das ist ganz absolut, absolut. Also du siehst, die Hilfen, die jetzt auch von der Bundesregierung, sage ich mal, installiert wurden, die müssen auch gerade vielleicht die unteren Sportarten, die nicht im Profibereich anzusehen sind, vielleicht auch irgendwie auch in letzter Konsequenz treffen die auch, ne, wo es dann auch darum geht, weil ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch so Vereine, die haben ja auch, da wird auch nicht Geld verdient, aber da gibt es auch Stellen. Das kann ja auch alles gerade nicht gemacht werden, weil du gar nicht Sport treiben darfst. Also da sind so viele Punkte von höherer Gewalt, die da betroffen werden. Richtig schwierig. Aber gut, wir behalten die Augen offen und würden fast jetzt sagen, wir gehen mal zu positiveren Themen, oder? Bitte, bitte. Genau, dann gehen wir mal zu positiven Punkten. Wir haben uns eine neue Rubrik ausgedacht, genauer gesagt hat sich Marvin eine neue Rubrik ausgedacht. Wir wollen ein bisschen mehr in der Historie schwelgen und über Punkte reden, die uns bewegt haben. Die neue Rubrik heißt Dein erster Titel und vielleicht kann Marvin mal in zwei Sätzen noch kurz sagen, was er sich darunter vorgestellt hat und dann sprechen wir mal über den ersten Titel. Ja, ich erzähle mal ganz kurz. Ich finde, in diesen Zeiten, der vieles ein bisschen schwierig ist, habe ich das Gefühl, wir müssen mal über positive Dinge sprechen. Und positiv ist natürlich oftmals das, was uns im Fußballer-Fan-Dasein zuerst großartig positiv bewegt hat. Und das muss ja nicht immer ein Titel sein, ist aber oftmals ein Titel, wo du irgendwie als kleiner Stepp gedacht hast, boah, geil, krass, ein Titel. Ne? Also das kann selbst der Antalya Cup sein, ja, es kann der Fuji Cup sein, es kann irgendwas sein, was uns persönlich hier bewegt hat, wo wir gedacht haben, ach krass, coole Sache. Und ich glaube, dass bei uns allen vier oder fünf, je nachdem, wer dann dabei ist, glaube ich, unterschiedliche Themen hervorkommen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, machen wir das mal und dann reden wir ein bisschen darüber, was für uns als Kind vielleicht der erste Titel war, der uns nachhaltig beeindruckt hat. Und deswegen würde ich sagen, Basti, fang du doch heute einfach mal an. Ja, ich kann mal anfangen, tatsächlich, weil es für mich auch interessant war, ich musste dann da tatsächlich darüber nachdenken. Normal, natürlich denken wir alle an diesen Pokal, Eintracht, bla bla. Mhm. Aber tatsächlich habe ich das erste Pokalspiel auch schon gesehen. Da war ich zwar erst 5, 6 Jahre alt, also ich war sehr, sehr klein noch, aber ich habe trotzdem bruchstückhafte Erinnerungen, dass ich das auf einem kleinen, sehr, sehr gekrisselten Schwarz-Weiß-Fernseher geschaut habe. Und die Eintracht hatte ja auch schwarz-weiße Trikots an dem Tag an. Das heißt, das war alles nicht so krass zu erkennen. Was ich noch tatsächlich weiß, dass ich als Kind schon Lajos Stetari krass verehrt habe. Der hat ja auch das Siegtor geschossen per Freistoß, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Weil ich habe tatsächlich das Experiment jetzt gemacht, um das nicht mehr nachzulesen, um mir nicht einzubilden, dass ich es noch weiß. Das heißt, alles, was ich sehr gut. ist in meinem Kopf. Das heißt, also ich meine, dass das ein Freistoßtor von Stetari war gegen Bochum. Und dass diese unglaublich geilen
Trikots waren höchst, diese ganz, ganz normal weißen, die sind jetzt, glaube ich, auch nochmal rausgekommen als Retro-Trikot. Die ähnlich auch wie die T-Shirts waren, die man in Berlin erlernt hat, mit der 12 hinten drauf. Ja, ja, ja. Und dass du, ja, das war so meine Erinnerung. Und das war so eine Zeit, für mich als Eintracht-Fan ist es krass gewesen, weil ich muss sagen, als ich sozialisiert wurde und damit hat es ja angefangen zu denken, ich durfte dann tatsächlich, glaube ich, sogar auch, weiß gar nicht, ob das die erste Klasse war oder ob ich noch irgendwie vor der Schule, auf jeden Fall musste ich da, wo ich eigentlich hätte sein sollen, musste ich nicht hin, weil ich auf Römer durfte, das weiß ich noch. Ach was, geil. Ja, ja, also das weiß ich noch genau. Ich weiß aber nicht genau, was ich da verpasst habe. Ich weiß nur ganz genau, dass es ein paar Diskussionen auf jeden Fall gab, familiär. Weil das natürlich damals, Leute werden es nicht wissen, sorry Dennis, gleich, Leute werden es nicht mehr wissen, damals war das alles noch ein bisschen rauer. Also wenn heute Florian Nass sich aufregt, dass am Pyro gezündet wird nach dem Pokalsieg, damals war es nicht unspektakulärer. Also das war jetzt nicht so, wo du denkst, okay, da kannst du mal einen 5-6-Jährigen hinschicken, alles gut. Also es war tatsächlich schon sehr, sehr interessant. Sorry, Dennis. Nein, gar nicht. Finde ich sehr, sehr interessant, auch deine Ausführung. Eine Frage hätte ich da an dich. Kommst du denn aus einer Eintracht geprägten Familie? Weil du so sagst, auf dem Römer als 5-6-Jähriger Knirps. Wie bist du da zugekommen, dann diesen ersten Titel dann auch so ja voll mit Vollgas und auch so zu feiern? Wie kam das? Wer von aus deiner Familie ist denn da Eintracht-Fan oder wie bist du denn da zum Fußball gekommen? Das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt, weil tatsächlich ist mein Vater Dortmund-Fan, also der von dem kommt es nicht. Aber zumindest kam da der Bezug zum Fußball und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich auch durch Freunde und durch meinen Großvater kam. Also mein Großvater immer Eintracht-Fan schon gewesen, typischer Meckerrentner-mäßig unterwegs. Ja, sehr gut. Aber ich kann mich quasi auch gar nicht erinnern, wie es angefangen hat, weil es war ganz normal so. Also 88 Pokal, 90 war die WM. Und dann fängt es ja so langsam mit dem Bewusstsein an und worauf ich eigentlich so ableiten wollte, war dann diese Phase. Du hast ja, als ich sozialisiert wurde, hat die Eintracht mich ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Also du gewinnst 88 den Pokal. 8 Jahre vorher wurde, glaube ich, der UEFA-Pokal auch gewonnen. Mhm. Also das war ein Verein, wo du denkst, oh, guck mal, da war hier auch der ein oder andere wirklich interessante Spieler. Damals gab es auch noch Eintracht-Spieler, die in der Nationalmannschaft sogar gespielt haben, kennen wir heute nicht mehr. Es gab auch interessante Transfers von irgendwelchen Spielern, auch angedeutete Transfers, die dann nicht zustande gekommen sind und so weiter und so weiter. Ich glaube, Horst Rubesch, wenn ich mich nicht alles täusche, wäre hier fast mal gelandet. Also es gab wirklich immer so, zerwaberte ja auch, und es gipfelt ja dann alles in dieser Saison 91-92, die ja nicht weit von diesem Pokalsieg weg ist, wo die Eintracht dann tatsächlich wirklich geil Fußball gespielt hat. Und da, muss ich sagen, setzen meine allerersten Erinnerungen rein. Also dieses Andreas Möller, Okocha, was weiß ich, wie sie alle heißen. Okocha war noch gar nicht da, sorry. Aber diese Mannschaft, die fast Meister geworden wäre hier mit Edgar Schmidt, Axel Kruse. Und das, muss ich sagen, ist für mich so ein Turning Point. Also wenn ich an diese Zeit denke, das sind ganz dunkle Erinnerungen. Und dann kommt so ein, wie so ein Hackebeil, weil sie nicht Meister geworden sind, weil danach ist ja tatsächlich alles auseinandergeflogen. Und dann musste ich mich quasi, das heißt, ich habe immer mehr mitgekriegt und immer mehr Scheiß ist passiert. Also das hätte ich mir eigentlich andersrum gewünscht. Ja, aber umso geiler ist es, und da muss ich tatsächlich immer wieder an Stefan Reich denken, der gesagt hat, dass ich mit diesem Pokalsieg 2018 dieser Kreis, den ich gerade probiert habe, rudimentär zu beschreiben, geschlossen hat. Das quasi all das beinhaltet, was da angefangen hat. Also wie gesagt, Pokalsieg 88 ist so die erste Eintracht-krasse Erinnerung und all die Jahre danach. Später. Und ja, und dann die Rest der Story kennen wir ja alle. Aber wie gesagt, Pokal 88 fand ich sehr interessant, weil es natürlich als kleiner Junge auch sehr interessant ist und da mit den ganzen großen Leuten da am Römer zu stehen, du siehst sowieso nichts. Cool. Es ist sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Hat mir das damals auch ein bisschen die Angst genommen vor heute, dass ich vielleicht den ein oder anderen Pyro-Incident und sonst irgendwas nicht mehr ganz so schlimm finde. wie krass eigentlich der Weg ist, ne? Also ich meine, die Eintracht bei dem Pokalsieg, erste Runde erstmal Schalke rausgehauen, ne? Du denkst auch, Alter, in der ersten Runde, ja, es ist, ich glaube, Schalke war, ich weiß gar nicht, waren auf jeden Fall noch nicht ganz so erfolgreich zu der Zeit, dann Ulm weggehauen mit 3-0, dann ging es weiter, Fortuna, also in Düsseldorf gewonnen, 1-0, im Viertelfinale dann gegen Uerdingen gewonnen, naja, gut, also
würdigen, aber damals auch nicht unterschätzen, an einem Halbfinale wäre der Bremen weggehauen. Aha, das kennt man ja im DFB-Pokal. Liebe Grüße. Und dann, wie du richtig sagst, im Olympiastadion 1:0 gegen den VfL Bochum. Es ist natürlich vollkommen richtig, Lajos Tetari hat dann in der 81. Minute das 1:0 geschossen. Das ganz, ganz wichtige Tor. Aber wenn wir uns überlegen, was das eine Mannschaft war. Kalli Feldkamp als Trainer, vergesse ich immer wieder, dass der bei der Frankfurt Eintracht war tatsächlich. Hat den Feldkamp nur noch als, sag ich mal, als redefreudigen Typen. Ja, und hat den Kaiserslautern auf jeden Fall kennengelernt, genau. Aber Leute wie Uli Stein im Tor, Manni Binz, Charlie Körbel, ja, Schlindwein ist dann weiter, Kostner, Kleppner, lese ich mal alle gerade hier vor, Ralf Sievers, Frank Schulz, Lajos Tetari natürlich, Dietmar Roth, kennt man natürlich auch noch, Holger Fritz, Janusz Turowski, Woldimirosz Smolarek, ja. Smolarek, geil. Geil. Also zumindest. Dem sein Sohn hat er dann noch in Dortmund gespielt später, glaube ich. Ebi Smolarek. Ja, ne? Ebi Smolarek, genau. Ja, ich muss ganz zu Tetari muss ich noch ausführen. Das waren meine ersten Berührungen auch mit krassen Ablösesummen. Also dieses Gefühl, was wir jetzt nach der Büffelherde hatten mit, oh geil, mein Verein hat viel Geld und macht irgendwas Geiles draus. Das hatte ich zum ersten Mal damals auch, weil ich war sehr, sehr traurig, als diese Gerüchte aufkamen. Und so ganz hat man das ja nicht gerafft. So, der geht jetzt. Aber dann hieß es ja, wir kriegen ganz, ganz viel Geld. Und das ist durch alle Dings, das war für damalige Verhältnisse ja spektakulär viel Geld, wie viel die Eintracht da gekriegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen Mark das waren. Auf jeden Fall. 3,6 Millionen angeht. Das ist das, was sie dafür ihn bezahlt haben. Er ging, wenn ich das hier so richtig glauben darf, für irgendwas um die 18 Millionen Mark nach Piräus. Das ist ja für damalige Verhältnisse schon völlig krank. Also, ja, wenn du die volle Kohle gekriegt hättest, wenn die nicht irgendwie... Das ist genau der Punkt, René. Das ist genau der Punkt. Da habe ich damals auch schon die Schattenseiten des Geschäfts kennengelernt und dann gemerkt, okay, da kam nicht viel bei rum, weil das Geld irgendwie verschwunden ist. Ja, so ist es. Zumindest in Teilen. Also ein Teil ist ja wohl irgendwie in den Kassen aufgetaucht und ein Teil ist dann nicht wieder aufgetaucht. Sehr merkwürdige Kiste. Ja, wird uns auch noch wahrscheinlich noch ewig verfolgen tatsächlich. Aber es ist auch eine dieser typischen Eintracht-Geschichten. Aber trotzdem, Basti, schön, dass du uns deine erste Titelgeschichte mit uns geteilt hast. Es ist eigentlich eine richtig krasse Sache tatsächlich. Ein Pokalsieg, den wir dann 30 Jahre später nochmal in einer anderen Form dann natürlich nochmal ganz neu auch feiern ganz konnten. Anders erlebt haben, ja. Interessant, dieser Kreisschluss, ja, über den wir schon so viel gesprochen haben. Ich finde gerade diese Zeitspanne von 1988 bis 2018 ist etwas, in der unfassbar viel mit der Frankfurter Eintracht passiert ist. Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen auch nochmal wieder erneut erläutern. Aber dieser Kreisschluss, den du angesprochen hast, den Reich ja auch in seinem wunderbaren Text, da wird er wahrscheinlich irgendwann 40 Jahren noch für gefeiert. Grüße an dieser Stelle. Zu Recht, aber ja. Vollkommen zu Recht. Da dargestellt hat, das ist natürlich etwas, was uns, glaube ich, immer in Erinnerung bleibt. Und wie schön es ist, dass wir diese Zeiten auch vollkommen mitnehmen konnten, 2018. Die haben wir, ich glaube, es ist etwas auch, was uns jetzt gerade in der Zeit, in der wir vielleicht ein bisschen darben, in der wir nicht Fußball konsumieren können, aber wo wir uns zurückerinnern können, wo wir sagen können, krass, was wir in den letzten anderthalb Jahre. Guck mal, wie wir durchgerast sind. Ne? Überleg mal. Also ich meine jetzt, wenn wir sagen würden, wenn wir jetzt diese scheiß Corona-Kacke nicht hätten, sondern wenn irgendwas anderes wäre oder so, dann wäre es auch mal ganz gut, wenn wir sagen, ach komm, wir reflektieren und können ein bisschen darüber nachdenken. Wie krass es war, was wir in den letzten Zeiten eigentlich erlebt haben. Ne? Überleg mal. Wir sind nach Rom gefahren, wir sind nach Mailand gefahren, wir waren in Vaduz, wir waren in London, ja, und überall sind wir hin, ja, wir waren in Tallinn, also wir haben alles mitgenommen, was ging, innerhalb von so einer kurzen Zeitspanne, Lissabon für viele, ist doch schon mega tatsächlich. Ja, also da haben wir uns viel Fußball, guten Fußball und Fußballmomente in den letzten Jahren, die uns geschenkt wurden. Das stimmt tatsächlich, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, was ihr auch noch auf der Platte habt. Wäre es okay, wenn ich mich hier ausklinke, weil ich muss es heute mit dem Handy machen. Na klar. Das ist nicht ganz so zuverlässig, weil sonst fällt mir gleich der Arm ab. Alles klar, mach's gut, mein Lieber. Mach's gut. Dank, meine lieben Freunde, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschö. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Wir haben noch auf der Liste den Spieltag von vor 20 Jahren, wenn wir schon bei der Historie sind. Wir wollen noch reden über Empfehlungen und über die gute Tat, aber dann machen wir jetzt hier erstmal heute vor 20 Jahren und reden über den Spieltag. Genau. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus!
Und wir kommen von einem Pokalsieg 1988 und reden jetzt über den 27. Spieltag der Saison 99-2000. Und zu dem Zeitpunkt steckte die Eintracht mitten im besten Abstiegskampf, den man sich nur vorstellen kann. Wir mussten ran am 27. Spieltag zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Ich beschreibe einmal kurz die Situation in der Tabelle vor dem 27. Spieltag. Die Eintracht auf Platz 16 mit 26 Punkten, Bielefeld auf Platz 17 mit 20 Punkten, also mehr Kellerduell geht fast gar nicht mehr. Okay. Und man wollte versuchen, den Anschluss zu halten an Ulm, die auf Platz 15 davor waren, mit 4 Punkten Vorsprung. Und die Eintracht musste, wie gesagt, ran zu Hause gegen Bielefeld. Und es muss wohl ich nenne es jetzt mal ein sehr vorsichtiges Spiel gewesen sein, wenn man sich hier den Bericht so durchschaut. Also beide Mannschaften eher so auf Konter ausgelegt. Die Eintracht mit ein bisschen mehr Offensivaktivitäten, aber auch ähnlich wie wir es teilweise in den Spielen diese Saison gesehen haben, zu viel oder zu wenig Struktur im Spielaufbau, zu viele Einzelaktionen, und sie haben sich immer wieder festgerannt und konnten sich nicht effektiv durchsetzen und haben sich da so ein bisschen abgemüht. Aber glücklicherweise in der 39. Minute dann der sprichwörtliche Büchsenöffner von Zampach, der das 1-0 geschossen hat nach einer Vorlage von Kracht. Und dann auch typische Eintracht ist mal so ein bisschen in so einen Ruhemodus gefallen und hat sich so ein bisschen versucht, auf dieser Führung auszuruhen. Es wird schon schwierig mit dem Reden. Und das hat aber leider nur bis zur 61. Minute gehalten. Dann kam nämlich der Ausgleich von Weißenberger. Und dann war wieder so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Vorlage übrigens vom schönen Bruno Labbadia. Ah, okay. Krass eigentlich. Und dann 2-1 Schur mit dem Kopfball nach Vorlage von Held. Und das war dann auch tatsächlich das Endergebnis. Die Eintracht gewinnt 2-1. Baut damit den Vorsprung auf Bielefeld auf ganze 9 Punkte aus und kommt bis 6-Punkte-Spiel, ja. Ja, kommt bis auf einen Punkt an Ulm ran, die nämlich am Tag zuvor 3-0 gegen Duisburg verloren haben. Ah, okay. Ja, krass. Aber wie wichtig dann wirklich dieser Sieg war, ne? Ich meine, Bielefeld damit dann schon ein bisschen weiter hinten mit 7 Punkten Abstand, hast du schon ein gutes Gefühl. Und jetzt gilt es halt, gegen Ulm irgendwie wieder ranzukommen, ne? Das ist natürlich jetzt auch, ich weiß gar nicht, von wem wurde denn Ulm damals, war das Ralf Rangnick, wurden die von dem trainiert? Ich bin mir gar nicht sicher. Das sage ich dir in einer kleinen Sekunde. Ja. Ulm wurde dressiert. Trainiert von Martin Andermatt. Ah, von Martin Andermatt. Oh, meine Güte. Erinnert euch, liebe Leute, da haben wir auch dann irgendwann noch negative Erfahrungen mitgemacht. Ja. Martin Andermatt, der irgendwann zuletzt auch in Hannover für Angst und Schrecken gesorgt hat. Ja. Aber für uns natürlich extrem wichtig. Aber interessant zu sehen, wer dann wirklich die Tore geschossen hat, dass dann am Ende Leute wie Zampach irgendwie den Kahn aus dem Dreck fahren müssen. Ne? Ja, das ist korrekt. Ja, also ich meine, damals der Mann, der sich so gerne hosenlos gezeigt hat, ja, weil er dann im wilden Jubel dann seine Hosen dann auch mal weggeschmissen hat. Aber es ist schon extrem wichtig. Aber ich glaube, da könnte ein leichter Aufwärtstrend in der nächsten Zeit noch kommen, wenn das so weitergeht. Ja, da ist auf jeden Fall ein leichter Aufwärtstrend drin. Spannend auch fand ich den Trainer von Bielefeld. Wisst ihr, wer der Trainer von Bielefeld war damals? Also keine Ahnung, ich habe geistig habe ich immer nur Ernst Middendorp im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das war. Nee, Hermann Gerland. Oh, Hermann Gerland. Okay. Der war Trainer bei Bielefeld zum damaligen Zeitpunkt, Trainer von 99 bis im Oktober 2000. Hermann Gerland ist einer seiner wenigen Auftritte gewesen oder sage ich mal auf Abwege ins Profi-Trainer und erste Garde, ne? Weil ich glaube, sonst ist Hermann Gerland immer so als Co-Trainer unterwegs. Co-Trainer oder halt eben Trainer von der zweiten Mannschaft. Er war ja dann auch ganz lange Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Stimmt. Krass eigentlich, ne? Ja, ganz kurze Frage. Markus Weißenberger hat das Tor gemacht, habt ihr gesagt. Der kam doch dann auch zur Eintracht. Kam der von Bielefeld oder hatte der nochmal einen Zwischenstopp irgendwo? Der war doch da auch bei uns gespielt. Der war noch dazwischen, so kurz, ne? Genau, der war bei uns von 2004 bis 2008 und hat dazwischen nochmal 3 Jahre bei 1860 München gespielt. Stimmt, der kam von daher. Bielefeld zu München, kam dann zu uns und ist dann zum LASK gewechselt 2008. Dieser,
ist aber ganz interessante ganze Kiste von ihm eigentlich, ne? Weil Weißenberger war damals auch, als er zu Eintracht gekommen ist, echt ein Spieler, der noch richtig im Saft war, ne? Mhm. Der damals ja auch auch Nationalspieler, österreichische Nationalspieler waren, das hast du ja in Ansätzen halt auch wirklich bei uns gemerkt. Also können viel über geglückte oder missglückte Verpflichtungen sprechen, aber Weißenberger hat uns in der Zeit schon ganz gut getan. Auch als kreativer Spieler war das echt nicht verkehrt. Weil jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Spieler er tatsächlich für den Eintracht gemacht hat, aber für mich war das ein Spieler, den ich mir gerne angeguckt habe auch. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich dir gleich sagen. Spiele für die Eintracht, 85 ja, Spiele, 90, ja, genau. 5 Tore. Also gar nicht so schlecht. Und Vorlagen hat er bestimmt auch einige gemacht, da kann ich mich an ein paar erinnern. Also insofern, das ist schon ein wichtiger Spieler damals auch für uns gewesen. Und ja, stimmt, hat er auch mal in Bielefeld gespielt, was natürlich merkwürdig ist, in Österreich im Bielefeld spielt. Naja. Ja. Was ich auch total verdrängt hatte, was mir aber hier gerade eben als Artikel vorgeschlagen wurde, ist, dass er natürlich auch so ein bisschen ein unschönes Karriereende hatte. Er hatte ja einen Mittelfußbruch und musste operiert werden und hat sich bei der OP dann einen Krankenhauskeim eingefangen, der ihn dann über ein Jahr lahmgelegt hat und dann war er so lange aus dem Spielbetrieb raus, dass das dann auch sein Karriereende war. Ach ja, ehrlich, krass, okay. Ja. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, nee, hatte ich total auch vergessen, 2008. Oh. Okay, krass, eigentlich, ja, traurige Sache eigentlich. Ja, ja. Nee, das muss später gewesen sein. Es war später, halt, ne? 2008 ist er zum LASK gegangen und dann, ich glaube 2015, wenn ich das so richtig sehe, war dann letztendlich das Karriereende. Gut, am Ende kann man froh sein, dass er noch einigermaßen fit ist und so. Ne? Also ich meine, kann ja auch noch schlimmere Auswirkungen haben. Ne? Ja, ist jetzt unterwegs als Spielerberater in Österreich. Ja, interessante Karriere tatsächlich. Also muss sagen, was auch andere für andere Spieler noch bei Bielefeld dabei waren, ne? Klitzperer auch, ich glaube, der hatte auch einen Löwenhintergrund gehabt. Wir kommen immer wieder nicht dran vorbei, dass wir dann doch einige Spieler sehen, die eine deutliche Bundesliga-Karriere hatten. Wie hieß denn dieser Typ? Der Dirk van der Feen. Der war doch auch bei Bielefeld zu der Zeit. Genau, ich sehe den jetzt gerade. Ich habe immer nochmal nachgeguckt. Beim Sturm. Ja, ey, was ein Typ, ey. Ach, richtig geil, wie so ein bisschen Kojak. So ein bisschen Ähnlichkeit wie mein Vater, muss man sagen. Ja, Dennis, stimmt. Dennis, ja. Weiß es, ja, ja. Dennis weiß es, ja. Mein Vater hat ja auch auf überhaupt keine Fall. Haare auf dem Kopf, ja. Und auch gar keine, Haare jetzt irgendwie, also keine Augenbrauen und so weiter und so fort. Hat insofern den Vorteil, man weiß nicht, wie alt er ist. Ein cooler Kerl auf jeden Fall, an der Stelle nochmal gesagt, ja. Oh Mann, ja, aber krass, ja. Nee, es ist schon interessant. Ihr habt es ja auch schon gesagt, Labbadia zu der Zeit auch in Bielefeld. Für den auch eine richtig krasse Sache eigentlich, ne? Wenn du überlegst, schon so erfolgreich auch gespielt, auch um Titel mitgespielt und jetzt geht's gegen den Abstieg. Ne? Ja, ja. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Aber die Eintracht scheint da zumindest auf einem ganz guten Weg zu sein. Der wichtige Sieg gegen den Tabellennachbarn. Ist ja aber auch gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Man muss sich jetzt schon langsam irgendwie arrangieren, ne? Weil im Gegensatz zu heute ist der 16. Platz halt kein Relegationsplatz, sondern ein direkter Abstiegsplatz. Das ist korrekt. Und dementsprechend bleiben noch 6 Spieltage über in der Saison 99-2000 und kleiner Spoiler, am 28. Spieltag muss die Eintracht ran gegen Hertha BSC Berlin. Die am Ende des 27. Spieltags auf Platz 8 stehen und damit quasi einen Steinwurf entfernt von den internationalen Plätzen. Das heißt, die haben natürlich noch so ein bisschen was zu gewinnen und wir haben ganz viel zu verlieren und dementsprechend wird es mit Druck dann in das Spiel am 28. Spieltag gehen. Ja, dann dazu muss man sagen, so ein Platz weg von Platz 4, ne? Das ist ja... Stimmt. Es war ja da oben super eng gewesen. Also ja, ja, die sind am 39 Punkte als 8er, davor noch als 7er eben auch Stuttgart, 39 Punkte, die ein bisschen besseres Torverhältnis haben. Und dann hast du 6 Kaiserslautern, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, mit 40 Punkten, 1860 auch mit 40 Punkten auf Platz 5. Unsere Freunde aus Bremen, keine Grüße, auf Platz 4 mit 40 Punkten. Also da bist du halt echt nah dran. Gut, den HSV auf Platz 3 mit 51 Punkten, da kommst du schon nicht mehr ran. Jetzt schwierig. Also dass wir nochmal über eine Situation reden, wo der HSV in nicht der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga auf Platz 3 mit 51 Punkten steht, auch schwierig. Wie viel sich verändern kann. Ja, ja. Das ist korrekt.
Aber da wird es ein spannender 28. Spieltag. Wir werden das besprechen in der nächsten Woche. Sehr gut. Und jetzt wollen wir besprechen eine gute Tat, bevor wir dann schlussendlich zu unseren Empfehlungen kommen, mit denen ihr vielleicht die Corona-Zeit noch ein bisschen überbrücken könnt. Aber jetzt erstmal die Empfehlung und da haben wir auch einen kleinen Jingle für. Das war natürlich der falsche Jingle, ihr werdet es alle gemerkt haben. Wo ist denn mein, da oben ist der gute Touch-Jingle. Den haben wir so lange nicht mehr gespielt tatsächlich, dass ich nicht mehr wusste, wo der auf dem Soundboard liegt. Aber da ist er jetzt. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, gute Taten in der heutigen Zeit noch mehr benötigt als bisher schon. Die Ultras haben da ja auch gerade einen Aufruf gestartet, die Frankfurter Tafeln zu unterstützen, richtig? Ja, genau, das ist es. Also es ist momentan insgesamt schwierige Zeit, wissen wir alle, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und das finde ich eine richtig coole Idee, tatsächlich zu sagen, okay, was können wir tun? Denn es ist momentan so, dass viele der Risikogruppe in Zeiten von Corona ja gerade diejenigen sind, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, dass Obdachlose, dass Leute ohne festen Wohnsitz, dass Leute, die bedürftig sind, können auch einen festen Wohnsitz haben und trotzdem bedürftig sind, von der Frankfurter Tafel Essen bekommen. Und die fallen jetzt alle weg. Und dann ist es auf der einen Seite natürlich cool, wenn es mittlerweile auch Schüler, die Schülerinnen, die jetzt nicht so viel zu tun haben, in der Zeit, in der es keine Schule gibt, wenn du jetzt nicht gerade Abi machst, dass die sich einsetzen. Das passiert schon stellenweise und grundsätzlich ist es trotzdem auch immer notwendig, dass die Frankfurter Tafel ein bisschen Geld bekommt. Und da hat sich unter anderem die Eintracht, also die Ultras der Eintracht irgendwie dafür eingesetzt und sagt, hier Leute, bisschen Unterstützung, macht das mal, helft mal mit, ihr könnt dann auch PayPal spenden und so weiter und so fort, ein anderes Geldkonto ist auch eingerichtet und so. Und ich finde, das ist doch mal eine ganz gute Sache, eine gute Tat der Woche, die wir insofern mal, ja, sag ich mal, hier proklamieren können und können wir mal sagen, macht das mal, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe auch schon den einen oder anderen Euro gespendet, denn es ja auch, wir haben das ja jetzt auch gemeinsam gemacht, insofern, es schadet, glaube ich, nicht. So sieht's aus, auf jeden Fall. Ja, das ist extrem wichtig. Ja, ich meine, wie gesagt, es trifft halt sehr, sehr viele in dieser Zeit und die Frankfurter Tafel würde ich mir tatsächlich sogar auch vorstellen, dass die in der nächsten Zeit ja eigentlich nicht weniger Zulauf bekommt, ne? Also viele Leute, so, die vielleicht im prekären Befeld. Ja, genau, Dennis, ja. Es trifft eigentlich ja immer die am härtesten, die es eh schon, blöd gesagt, am Arsch sind. Nämlich, das ist ja wie eine Kette von oben runter. Wenn es denen, denen es normalerweise richtig gut geht, denen geht es dann vielleicht ein bisschen schlechter. Die Mittelschicht, wir haben alle, im Endeffekt jeder und auch unsere Hörer bestehen wahrscheinlich aus etlichen gesellschaftlichen Schichten. Dementsprechend wird auch der ein oder andere jetzt mit Kurzarbeitergeld auch eventuell seine Kredite nicht mehr bezahlen können und so weiter. Also es sind ja ganz vielschichtige Probleme, die da kommen. Und wir hoffen alle, dass wir niemals in die Situation kommen, dass wir zur Tafel gehen müssen oder sonstiges. Aber gerade an der Stelle ist es ja eigentlich so, da merkst du einfach, die Krise geht durch alle Schichten durch und ganz unten, die trifft es halt meistens leider am härtesten. Dementsprechend unbedingt helfen, unbedingt versuchen, damit aufzufangen. Die Leute, das Einfachste in Anführungszeichen ist nun mal entweder zu sagen, ich will helfen, indem ich selbst vor Ort versuche, was zu machen, obwohl tatsächlich die Information war, wir haben momentan eigentlich sehr, sehr viele Leute, die helfen wollen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir es koordinieren. Das soll nicht heißen, geht nicht hin und fragt, sondern eher vielleicht seid nicht abgefuckt oder seid nicht sauer, wenn gesagt wird, momentan haben wir einfach keinen Bedarf oder wir können euch jetzt in der Zeit nicht unterbringen, sondern es gibt sicherlich Situationen, in denen sehr viele Leute gebraucht wird, aber nicht dauerhaft. Dementsprechend schaut einfach mal, fragt nach, seid ein bisschen flexibel und versucht zu helfen. Und wenn ihr im Endeffekt über die körperliche Leistung oder sonst was nichts bringen könnt, vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Euro übrig. Marvin hat es schon angesprochen, wir haben uns auch dazu entschieden, wir müssen da helfen. Dementsprechend steigt ein und macht, tut, was er könnt. Ich denke, jeder kann es momentan gebrauchen.
Ja, das ist, was du sagst, vollkommen richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch grundsätzlich ist ja immer ganz cool, wenn man sagt, man spendet ein bisschen Blut, weil das ja auch immer wieder gebraucht wird. Jetzt ist aber auch so, muss man auch sagen, was super ist in Frankfurt, war es die letzten Tage, lief das von dem, was ich gehört habe, extrem gut. Da war es auch richtig voll, wurden auch einige wieder weg, und was auch gar nicht schlimm ist, wurden einige weggeschickt, weil du nur begrenzt Möglichkeiten hast, das so hinzubekommen. Aber man merkt, genau, Solidarität in vielen Teilen unserer Gesellschaft ist da, was eine super Sache ist, dass die auch angenommen wird, und das muss weitergemacht werden. Und so ein bisschen Blut werde ich demnächst auch mal wieder ablassen, das geht schon. Sehr gut, genau. So, dann haben wir noch einen zweiten Hinweis bekommen, der kam vom Jens, wenn ich das so im Kopf habe. Und zwar geht es da um Chemie Leipzig, die auch natürlich von den aktuellen Ausfällen durch Einnahmen stark getroffen sind und jetzt eine Solidaritätskampagne, so eine Art Crowdfunding quasi aufgerufen haben, wo man eben mit unterschiedlichen Paketen den Verein unterstützen kann. Da sind auch schon eine ganze Menge dazugekommen, wo ihr eben von kleinen Paketen bis zu großen Paketen dort unterstützen könnt und auch quasi Gegenleistung dafür bekommt, angefangen mit einem Fanschal über verschiedene Tickets, irgendwelche Unterstützerpakete, Urkunden, Fotos mit der Mannschaft etc. Also da ist ein Verein, der tatsächlich Geld braucht, um laufende Kosten zu decken, und ja, vielleicht habt ihr den ein oder anderen Betrag über, wenn euch das jetzt gerade nicht wehtut. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, also jetzt nicht irgendwas unterstützen und dann selbst nicht wissen, wie ihr euch da irgendwie über die Runden bringen könnt. Also wenn ihr in der komfortablen Situation seid, dass ihr jetzt nicht jeden Euro zweimal umdrehen müsst, dann einfach mal die Augen aufhalten nach solchen Projekten oder auch, wie es ja auch irgendwie in ganz vielen Podcasts auch momentan erwähnt wird, wenn ihr irgendwelche Eintrittskarten für irgendwelche, weiß ich nicht, Kleinkunstbühnen, Shows, whatever habt. Ja, man kann sich so Tickets erstatten lassen, aber vielleicht, wenn ihr die Kohle nicht braucht, dann auch einfach mal sagen, okay, dann ist es jetzt halt auch einfach mal weg. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr mal auf der Seite von Chemie Leipzig vorbeigucken. Da gibt es verschiedene Unterstützerpakete. Ich verlinke das mal. Cool, ja. Ich meine, wir haben eben über Drittligisten gesprochen, über Bundesligisten auch, und da merkst du halt, nur mal tiefer wird es halt noch problematischer. Ne? Ja, genau. Ja, da bringt so ein kompletter Spieltag, der irgendwie ausfällt, ohne jetzt irgendwie die Einnahmen durch Fans, durch Eintrittsgelder, durch Verkaufe im Fanshop, was immer, bringt da schon die arg unter Bedrängnis, und da sind auch nicht immer irgendwelche Online-Shops dahinter, die dann einfach das Zeug im Internet weiterverkaufen können. Da ist die Infrastruktur zum Teil nicht gegeben. Also von daher haltet da mal ein bisschen die Augen auf und unterstützt, wenn es geht. Mhm. Passt eigentlich fast zur nächsten Kategorie, oder? Passt wunderbar zur nächsten Kategorie. Deswegen gucken wir jetzt mal auf die Empfehlungen, was wir euch da so anbieten können. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, was habt ihr denn da in unserer Empfehlungskategorie? Also ich habe eine Sache, die wirklich auch da reinspielt, deswegen würde ich sie gerade als erstes mal nennen. Ich glaube, dann kommen wir noch zu anderen coolen Empfehlungen, die ich gerade sehe. Eine Sache, und zwar, wir wissen ja, Frankfurter Läden, also ich komme aus Frankfurt, ich wohne in Frankfurt und merke natürlich schon relativ viel, was getan wird, merke aber natürlich auch, dass einige gerade Einzelhändler jetzt in Probleme kommen, weil sie beispielsweise ihr Kiosk jetzt nicht mehr so offen halten können, weil da kann sich halt einfach niemand mehr treffen zum Sammeln und so weiter und so fort und dort Bierchen trinken. Deswegen haben sich einige Leute gedacht, okay, wenn ihr nicht mehr zu uns kommen könnt, müssen wir zu euch kommen. Und jetzt gibt es dann dementsprechend einen neuen Laden, Online-Shop, der heißt frankfurt-gibt-dir.de, also Frankfurt gibt dir. Auf jeden Fall mal draufklicken, wenn ihr Sachen wollt, irgendwie aus dem Jok-Jok beispielsweise, einen guten Jok-Jok-Schnaps oder so, oder andere Sachen, auch Frankfurter mit diesem Mispelchen und sowas. Ne? Wenn ihr Bock habt, ihr wollt, weil, was ja nicht aussterben sollte, auch in dieser Zeit ist, dass wir mal einen über Durst trinken. Ja, das müssen wir halt jetzt zu Hause machen, müssen im Zweifel mal wieder Videochat machen oder sowas, dann treffen wir uns alle im Videochat und babbeln und trinken da ein, so virtuell, und dafür, um euer Rüstzeug auch zu haben, ist das auf jeden
jeden Fall ganz cool. Checkt mal Frankfurt, gibt ihr ab. Es gibt mehrere andere Online-Läden. Ich habe zum Beispiel bei Bitter & Zart jetzt mal ein paar Schokoladen bestellt. Wir müssen sehen, dass wir unsere Lieblingsläden, die wir so schon, wo wir sonst immer gerne hingehen würden, müssen wir irgendwie anders supporten und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Find ja, sehr cool, auf jeden Fall. Extrem gut. Also, wenn ich jetzt richtig sehe, die liefern komplett im Frankfurter Stadtgebiet kostenfrei. Von daher schaut da mal drauf. Ich packe auch mal oder wir packen auch mal den Link dahin in die Shownotes und dann könnt ihr da mal reinschauen. Großartig. Was habt ihr noch? Ja, du hast auch was aufgeschrieben, ne? Ich hätte noch was, genau. Und zwar geht es im Endeffekt ja darum, es gibt ja doch einige Corona-Risikogruppen. Ich will jetzt nicht nur immer auf die armen Alten und Kranken sozusagen hinweisen, sondern es gibt ja mehr als genug Leute, die teilweise Asthma haben oder irgendwie Vorerkrankungen haben, vielleicht auch direkt bei euch in der Nachbarschaft. Dementsprechend wäre es toll, wenn ihr so gute Kontakte auch habt, dass ihr einfach für die Leute einkaufen geht, dass ihr im Endeffekt schaut, was ihr vielleicht für die Leute übernehmen könnt. Und ich habe gesehen, dass sowas teilweise mittlerweile auch per App möglich ist, zu schauen, wer ist denn momentan sozusagen in meinem Umkreis. Ich glaube, so eine App ist nebenan oder sowas, ich weiß gar nicht. Ich meine, so ein bisschen schauen kannst. Also schaut da mal, was für euch in Frage kommt, welche App eventuell in eurem Bereich dann auch eine große Nutzeranzahl hat, dass ihr einfach ja in der Zeit auch den Leuten helfen könnt, die es sehr nötig haben. Denn wir wissen alle, jeder Kontakt nach draußen kann für gerade die Risikogruppen extrem übel enden. Und da ist es doch super, wenn es für uns junge Gesunde, sage ich jetzt mal, möglich ist, die Einkäufe zu erledigen, vor die Tür zu stellen. Und ja, dementsprechend schaut einfach mal. Vielleicht habt ihr ja momentan zu viel Zeit, weil Uni, Schule oder auch der Job nur bedingt stattfindet. Und dann ist doch schön, wenn man noch was Gutes tun kann. Genau. Und wenn ihr dann ein bisschen chillen müsst, habt ihr euch auch noch eine Idee. Ich hab's selber jetzt mal, wollte ich es probieren, es hat dann nicht geklappt, weil die Telekom, lieber René, gerade überlastet ist. Und zwar, Disney Plus gibt's jetzt. Ja, ist jetzt seit ein paar Tagen und ich glaube seit heute. Offiziell am Start und wer Telekom-Kunde ist, kann da ja auch einen Bonus abgreifen. Wie gesagt, irgendwann, wenn es wieder funktioniert, mache ich da auch mal mit, gucken wir das mal an, weil da gibt es sehr, sehr viele Serien, unter anderem auch für große Freunde der Simpsons gibt es da, glaube ich, alle verfügbaren Staffeln, was natürlich alle mega Staffel korrekt. Ja. Richtig geil und dann gibt es noch Star Wars und dann gibt es noch anderen heißen Scheiß und ich glaube, da ist halt für Jung und Alt sogar was dabei, denn das könnte sogar für dich interessant sein, ne? Die auf jeden Fall tatsächlich habe ich es auch schon abgeschlossen. Und ich bin leider. Ich hätte es sehr gerne ein bisschen vorbereitet, in Anführungszeichen. Also einfach mich heute mal ein bisschen vor die Glotze gesetzt. Hat leider nicht geklappt. Aber was ich gesehen habe, Leute, ist unglaublicherweise geil. Denn was erinnert uns sehr an unsere Jugend? Zeichentrickserien aus der Frühzeit des Fernsehens, nenne ich es jetzt mal. Soll heißen, die Gummibärenbande, habe ich gesehen, kann man schauen. Echt? Darkwing Duck. Alter, genau, Darkwing Duck. Genau. Den fand ich ja. Großartig. Es sind einige Serien dabei, wo ich einfach nur beim kurz durchscrollen gesehen habe. Sehr, sehr geil. Und also nicht nur für die und für jeden, der kleine Kinder zu Hause hat, ist es ein Muss, weil wahrscheinlich die ganzen Sendungen natürlich jetzt aus den anderen Streaming-Plattformen entfernt werden. Ja, die sind ja vor ein paar Jahren da zum Teil da schon rausgewandert. Also ich weiß, bei Netflix haben sie vor bestimmt einem Jahr schon diese ganzen Marvel-Filme und so weiter alle da irgendwie rausgezogen. Okay. Das nervt halt, aber ist dann halt Disney exklusiv, das wollen sie halt jetzt da zu uns zwingen. Der Preis ist ja noch relativ fair und ich weiß zwar nicht, ob es gern gesehen und gehört wird, aber ich habe zumindest vernommen, dass man eventuell auch sich so einen Account teilen kann, weil mehrere Personen sozusagen gleichzeitig es nutzen können. Dementsprechend sind vielleicht die Kosten dann noch etwas attraktiver. Schaut da einfach mal ein bisschen nach. Und dementsprechend, ja, sind auf jeden Fall für Jung und Alt ist auf jeden Fall was dabei. Man muss natürlich eine gewisse Disney-Affinität haben. Wer jetzt sagt, ich bin der absolute Disney-Hasser und alles, was mit Disney zu tun hat, interessiert mich gar nicht. Vorsicht an dieser Stelle.
Disney hat sehr viel gekauft. Ihr habt schon angesprochen, Marvel, Star Wars und was weiß ich. Also es sind sehr viele Bereiche dabei. Genau, oh ja. Also da sind schon sehr viele Sachen dabei, wo man vielleicht beim ersten Gedanken gar nicht darauf kommt, dass das zu Disney zählen könnte. Wenn ihr euch dafür interessiert und auch auf legalem und mit einem sauberen Streamingdienst, es gibt viele Apps für viele Plattformen, dementsprechend bis jetzt lief es auch ganz okay. Die Anmeldung tatsächlich, Marvin, ich verstehe dein Problem, das hatte ich nämlich auch, es hat ewig gedauert und lange Ladezeiten, Ladebalken, bis dann mal was kam, aber ich denke, das wird sich jetzt die Tage auch geben und ja, dementsprechend viel Spaß damit, wer sich testen will. Schon. Außerdem 7 Tage kostenfrei. Sieben Tage kostenfrei testen. Über die Telekom gab es zumindest bislang dieses Angebot, ein halbes Jahr frei. Ich glaube, das gibt es jetzt immer noch und danach irgendwie auch begünstigt der Preis. Ich habe es ja probiert. Ich glaube, es ist bis Mai oder sowas. Das dieses Dings-Angebot und wie Marvin schon sagte, es ist bei der Anmeldung gerade so ein bisschen schwierig, weil man quasi über die Telekom-Seite gehen muss, um den Account zu aktivieren, damit das dann mit diesem halben Jahr kostenfrei dort registriert wird und das ist gerade ein bisschen akquiriert. Ich habe gerade eben mal die Liste der Filme und so weiter durchgescrollt. Falsches Spiel mit Roger Rabbit ist auch dabei. Den habe ich als Kind wahnsinnig gerne gesehen. Ich sehe schon. Die ganzen Klassiker kommen. Und hast du es auch schon? Nee. Ich habe es noch nicht aktiviert, weil ich heute noch nicht dazu gekommen bin, aber nicht aus Gründen, weil die Seite nicht ging, sondern weil aus Gründen von Arbeit. Und deswegen bin ich da noch nicht dazu gekommen, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt hier auch nicht mit euch aufnehmen, sondern wahrscheinlich noch in der ersten von 30 Staffeln Simpsons irgendwie festhängen. Geil. Na, macht ihr mal euren Podcast alleine. Ich muss jetzt hier Simpsons machen. Ja, 30 also. Staffeln Simpsons. Also, oh, krass, ne? Da brauchst du länger Quarantäne, dass du das alles wegkommst. Chip und Chap, die Ritter des Rechts, gibt es auch noch als Elf. Chip und Chap. Sehr geil, Leute. Sehr großartig. Super. Da gab es doch auch früher, gab es da nicht früher auch irgendwie sonntags im Fernsehen diesen Disney Club oder irgendwas, den man gucken konnte? Ja, aber den würde ich jetzt nicht. Ja, ja, aber dadurch kennt man natürlich eine ganze Reihe von diesen ganzen Sendungen auch. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber wir wollen nicht zu sehr Disney Plus. Wir sind ja hier zum Glück ein weiterer Empfehlungs-Podcast. Genau, wir machen jetzt hier Empfehlungen Plus. Der Jens hat uns nämlich noch Empfehlungen per E-Mail geschickt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wer was mit mehr Eintracht-Bezug sehen will, auf dem Eintracht-YouTube-Channel wird gerade eben jeden Tag eine Folge Countdown für Europa veröffentlicht. Wer da nochmal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen will, kann da nochmal reingucken. Der Kollege Escher, der auch immer sehr umtriebig ist, hat noch ein weiteres Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie das 20. oder so, keine Ahnung. Mit dem Titel Der Schlüssel zum Spiel, wie moderner Fußball funktioniert. Das Buch kommt zwar erst am 21. April, kann aber jetzt schon vorbestellt werden. Und die Freunde von den 11 Freunden sind 20 geworden und dazu gibt es auch ein Buch mit dem Best-of aus den rund 220 erschienenen Magazinen. Also wer da nochmal so ein bisschen durch die 20 Jahre 11 Freunde lesen will, für den ist das, glaube ich, dann auch was. Oh, cool. Also wer hat ja jetzt, der eine oder andere mag ja jetzt relativ viel Zeit haben, um mal wieder ein bisschen ein Buch in die Hand zu nehmen. Guter Tipp. Ja, Buch immer gut. Und wenn ihr Zeit habt und Fußball interessiert seid, ist das, glaube ich, ein Ding, was man haben muss. Sehr gut. Oh, eine kleine Empfehlung habe ich noch, und zwar die aktuelle Märzausgabe der Titanic ist kostenfrei, steht die zur Verfügung zum Download. Müsst ihr einfach mal schauen, entweder über Twitter kann man da auch mal schauen, dass man auf die Seite kommt oder einfach direkt über die Homepage könnt ihr einfach mal gucken, einfach aufgrund der ganzen, ja sozusagen, es sind ja viele Formate, viele Zeitschriften, die jetzt ihre Dienste momentan kostenfrei anbieten. Da hat sich auch die Titanic dazu entschieden, zumindest die Märzausgabe kostenfrei anzubieten. Ja, also wer da Lust drauf hat, genau. Guter Punkt, dass du sagst, weil im Endeffekt, naja, ich glaube, es ist für die auch jetzt alles gar nicht so easy, ne? Ich meine, die müssen natürlich jetzt auch, vielleicht kann es jetzt sogar ganz gut werden, vielleicht so kannst du jetzt ein bisschen ein paar Leute anfixen, wo du sagst, hier, guck mal, lest mal, was wir so haben, ist doch eigentlich ganz lustig, schaut mal vorbei oder so. Kann ja vielleicht für die auch jetzt positiv werden, ne? Ja.
Ja, definitiv. Und Marvin, was auch immer wichtig ist, ist, finde ich, es darf nicht nur ernst, todernst und ich muss jetzt tausendmal und sonst hätten wir jetzt hier noch empfehlen können, wir hatten ja gerade die Tage auch schon drüber gesprochen, die Spektrum der Woche, kostenfrei, super geschrieben, auch wirklich informativ und so weiter, ist ein Format, worüber man sich informieren kann und der Podcast, Marvin, du hast es ja auch vorhin nochmal angesprochen, der NDR-Podcast und so weiter, ist auf jeden Fall alles super, aber es muss ja auch ein bisschen Unterhaltung noch dabei sein, ein bisschen Spaß. Und es darf nicht alles nur bierernst sein und die Stimmung ist vielleicht dann auch mal ganz nett, wenn man mal ein nettes Titanic-Heftchen sich durchliest und dann ist vielleicht auch mal die Welt nicht mehr ganz so grau. Bin ich voll bei dir. Yes, yes, yes. Habt ihr noch Empfehlungen? Nö, also ich habe ja sonst, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, wir haben auch den Nutzern oder den Hörerinnen und Hörern ein paar Sachen zur Verfügung gestellt, wo wir sagen, einfach mal vorbeischauen. Genau, guckt euch das an, informiert euch und aber ganz wichtig, nutzt das Wetter, solange ihr in kleinen Gruppen vor die Tür geht, geht raus, bewegt euch den ganzen Tag in der Bude sitzen, da fällt einem irgendwann so ein bisschen die Decke auf den Kopf, also nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, genießt das Wetter. Aber warte mal ganz kurz, René, ich muss deine Abmoderation nochmal kurz unterbrechen. Merke ich. Nämlich, wir haben in der letzten Woche doch, glaube ich, das WWE-Netzwerk empfohlen, Marvin. Ne? Ich glaube, das ist auch momentan kostenfrei nutzbar für 3 Monate. Richtig, vollkommen richtig, voll super, dass du sagst, ich hätte es auch wieder vergessen. Als kleine Ergänzung für alle Wrestling-Freunde sollte man das nochmal kurz erwähnt haben. Ist momentan komplett kostenfrei. Also, liebe Leute, wenn ihr mal wissen wollt, warum der Basti, der René und ich öfter mal über Wrestling sprechen, dann guckt euch mal das WWE-Netzwerk an. Du, wie du es vollkommen richtig gesagt hast, ich glaube sogar auch für Leute, die früher mal Bestandskunden waren. Das heißt also auch für Leute, die früher mal Geld investiert haben, wo der erste Monat, der erste freie Monat, wenn du deine E-Mail-Adresse vom ersten Mal angibst, nicht mehr zählt, kannst du jetzt wieder dabei sein, dir mal rein ein bisschen Unterhaltung geben. Guck dir die vorletzten, was weiß ich, die ganz großen Events, WrestleManias 17, 18 mal an, wenn du Bock hast. Oder geh mal ein bisschen weiter nach vorne. Ihr könnt mich ja auch mal fragen, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir mal bei Twitter, dann kann ich euch auch ein paar Tipps geben. Oder hört mal einen Ringfuchs-Podcast, da reden wir immer drüber. Also insofern, es gibt genügend Möglichkeiten, einfach mal zu gucken. Und wenn du dann sagst, oh, gut, das gefällt mir nicht. Wenn es mir gefällt, bleibt ihr dabei vielleicht. Wenn nicht, auch kein Drama. Aber mal reinschauen, gerade in der Zeit, in der man vielleicht gar nicht so viel anderes zu tun hat. Gute Idee. Muss man da über irgendeinen speziellen Link gehen, weil auf der Seite von denen steht dazu jetzt gerade nichts. Ich habe es bei Twitter gesehen. Ja. Ich hab's ich kann mal schauen. Ich schicke gleich den Link nochmal, dann packe ich das da nochmal rein, weil ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, deren kostenfreier Monat bereits abgelaufen ist. Aber dann kann man da ja vielleicht nochmal Ring gucken. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall möglich. Ja genau, wir gucken mal rein, aber ich habe es nämlich jetzt auch schon gesehen, deswegen guter Hinweis von dir. Das werden wir finden und dann können wir das auf jeden Fall auch den Leuten mal weitergeben. Ne? Hervorragend, Gerne. Dann tun wir das so. Darf ich dann jetzt mit der Abmoderation wieder weitermachen, lieber Dennis? entschuldige René, es war wirklich... Ich frage doch nur. Gut, also nochmal der Versuch der Abmoderation. Ja, Corona ist wichtig und informiert euch, aber überinformiert euch da auch nicht. Nutzt die Zeit, auch mal den Kopf freizukriegen. Das ist gerade ganz viel Belastung, die da jeder von uns einzeln irgendwie mitmachen muss. Von daher, es sollen die nächsten Tage nochmal geiles Wetter sein. Nutzt die Möglichkeiten, geht raus in kleinen Gruppen, geht spazieren. Redet mit Menschen, ja. Wir sollen zwar physisch Abstand halten, aber... sozial müssen wir da schon auch so ein bisschen zusammenrücken. Sprecht mit Menschen, sprecht mit euren Freunden, haltet aber den gebührenden Abstand ein und von daher wünschen wir euch eine wie auch immer geartete gute Woche und wir melden uns in der nächsten Woche in diesen schwierigen Zeiten wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 hey